Ich hoffe, ihr könnt mich hören und sehen. Schreibt mir das wie immer sehr gerne mal in den Chat. Ich sehe jedenfalls den Chat und sehe, was ihr schreibt. Ich sehe auch mich. Und ich sehe, dass das Mikrofon sagt, dass man mich hört. Also die Vorzeichen sind alle sehr gut. <laughs> und ich hoffe, dass das auch alles so stimmt. Schreibt mir gerne mal in den Chat, ob ihr mich hören und sehen könnt. Und dann legen wir auch direkt los. Also sehr cool, dass ihr alle da seid. Es ist der erste Livestream seit längerer Zeit. Und ähm, ich hatte den geplant. Bevor ich gewusst habe, dass nächste Woche wahrscheinlich der Livestream aller Livestreams stattfinden wird. Denn es sieht so aus, als würde nächste Woche der zweite Start des Starships von SpaceX erfolgen. Und äh, das werde ich natürlich auch livestreamen. Ich meine, so wie man das kennt, bei Elon Musk wird das wahrscheinlich nochmal zehnmal verschoben. Aber immer, wenn man Optimist ist, könnte man sagen, es findet am 17.11. statt. Und ähm, wahrscheinlich wird das Ding wieder explodieren und es wird nicht funktionieren, aber das Ziel ist, dass es ein bisschen weiter fliegt als das letzte Mal. Also ich bin extrem gespannt und äh, das werde ich dann auch live Aber jetzt sind wir erstmal beim Livestream heute und heute schauen wir uns wieder einige astronomische Theorien an, sage ich mal, die äh, wissenschaftlich widerlegbar sind. Und äh, ich habe da wieder einige Originalkommentare herausgesucht, die ich in den letzten Monaten erhalten habe. Einige davon habe ich auch in meinem letzten Buch äh, behandelt. Was ich gleich natürlich noch schamlos wieder bewerben werde. Und die gucken wir uns an. Und ich werde eure Fragen beantworten. Ich glaube, es wird ein ziemlich galaktischer Abend. Also, Leute, cool, dass ihr da seid. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas sagen wollt, dann schreibt es gerne die ganze Zeit in den Chat. Natürlich immer sachlich. Und damit würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Und zwar habe ich das wieder so gemacht. Ich habe einige Kommentare ausgesucht, die ich jetzt hier einblenden kann und wir fangen direkt mal mit dem ersten an und zwar ist das dieser hier das Bild habe ich dazu generieren lassen mit einer mit einer KI mega cool ich habe eben auch noch ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt und das richtig coole bei Neufunktionen Funktion bei ChatGPT ist man kann jetzt eigene GPTs einfach entwickeln das werde ich euch gleich mal zeigen ich habe eine depressive Kosmisch-nostalgische GPT entwickelt. Das gucken wir uns gleich mal zusammen an. Das ist ziemlich witzig geworden. Aber okay, jetzt lesen wir uns erstmal diesen Kommentar durch. Ich lese ihn euch mal vor. Dieser Herr schrieb mir: Es existiert keine Erdkrümmung. Am klaren Tagen kannst du vom Strand der Nordseeinsel Wangeroge, 1,60 Meter Sichthöhe, kleiner, kleiner Mensch, die 43,5 Kilometer entfernte Insel Helgoland sehen. Der Suezkanal ist 192 Kilometer lang und verbindet ohne Staustufe das Rote Meer mit dem Mittelmeer. Da sowohl der Anfangs- als auch der Endpunkt auf Meereshöhe liegen müsste, in der Mitte der Strecke, wat? da sowohl der Anfangs- als auch der Endpunkt auf Meereshöhe liegen müsste, in der Mitte der Strecke bei 96 Kilometer ein ca. 700 Meter hoher Berg liegen. Bitte kein wirres Zeug bringen, aller die Höhe wird vom nie bewiesenen Erdmittelpunkt ausgemessen oder anderen Globusrotz. Ja, ich finde es einen sehr spannenden Kommentar, weil da sehr viele Argumente drinstecken, die man äh, widerlegen kann. Und äh, ich würde sagen, wir starten mal mit, diesem, mit der ersten These oder mit dem ersten Argument, dass man vom, äh, von Wangaroge aus Helgoland sehen kann. Oh, LP-Indie ist auch da. Prominenz hier im Chat. Hallo, Indie. Cool, dass du da bist. Lange nichts gehört. Äh, ich habe äh, deine, deine Videos zum Vulkan Island äh, mit großer Neugierde verfolgt. Vielleicht mache ich nächste Woche auch mal ein Video dazu, damit wieder alle Leute schreiben können: äh, Astro Tim und Indie haben immer dieselben Themen. <laughs> äh, ja, genau. genau äh, man kann von Wangerooge Helgoland sehen, schreibt dieser Flacherdler. Und das stimmt sogar. Ich habe mal recherchiert und habe dieses Bild hier rausgesucht. Das ist von Wangerooge aus gesehen und am Hintergrund, im Hintergrund sehen wir Helgoland. Können wir gerne mal in den Chat schreiben, wer von euch schon mal auf Wangerooge war oder auf Helgoland und äh, ob ihr jeweils die anderen Inseln am Horizont gesehen habt? Das würde mich sehr interessieren. Und genau, also diese Behauptung ist äh, zutreffend. Man kann Helgoland von Wangerooge aus sehen. Ich hatte da mal selber bei Google Maps nachgemessen. Ich kam nicht auf 43, was schreibt er da? 43,5 Kilometer, sondern 42, aber ist egal. Also ungefähr stimmt das so. So, das heißt, das einzig Diskutable ist jetzt, ähm, ist das ein Beweis für die flache Erde, dass wir von Wangeroge aus Helgoland sehen können? Und ich meine ziemlich sicher, nein. Also erstmal möchte ich mal darauf hinweisen, dass wir schon rein optisch auf diesem Bild hier sehen, dass Helgoland ein Stückchen hinter der Erdkrümmung verschwindet. Wir sehen ja hier nicht die ganze Erhebung der Insel. Man sieht relativ gut, dass da an der Wasserkante ein Stück der Insel verschwindet. Nicht, weil Helgoland irgendwie wie Atlantis ins Meer tauchen würde. Das wäre nicht gut für die Helgoländer, sondern weil äh, das hinter der Erdkrümmung verschwindet. Und deswegen sehen wir es eben nicht ganz. Während wir bei dem Schiff hier im Vordergrund diesen Effekt überhaupt nicht sehen, weil es viel näher dran ist. Ne? Dieses Schiff ist viel, viel näher an Wangerroge dran. Deswegen sehen wir nicht, dass dieses Schiff hinter dem Wasser verschwindet, während wir das bei Helgoland ziemlich deutlich sehen. So, und jetzt, das könnte jetzt eben, wie gesagt, zwei Ursachen haben: entweder Helgoland versinkt im Wasser oder Helgoland ist hinter der Erdkrümmung. Und es ist äh, ziemlich offensichtlich Zweiteres. Hat Tim Probleme mit dem Internet oder ich? Ich hoffe du. <laughs> ich hoffe du. Ich teste mal mein Internet. Nur ne, geht. Also eigentlich müsste, müsste mein Internet funktionieren. Schreibt mir gerne mal alle in den Chat, ob es bei euch funktioniert. Ansonsten hilft auch immer den Stream einmal nochmal neu laden. Dann passt das meistens. Genau. Genau, genau, genau. Also, wir sehen es hier schon. So, das ist das erste Argument. Und eigentlich ist das ein Schuss ins eigene Knie. Sagt man das so? Schuss ins eigene Knie? Schuss ins eigene Fleisch? Schuss ins eigene Bein? Wie, wie sagt man das? Ich weiß es gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, es ist ein, ein Biss in den eigenen Muffin. Dieses, dieses Sprichwort präge ich jetzt mal. Ein Biss in den eigenen Muffin. Denn ähm, die Tatsache, dass man Helgoland von Wangerooge aus sehen kann, ist ein Beweis für die Kugelerde. Und ich werde euch auch verraten, warum. Denn ich habe hab da so eine sehr amateurhafte. Zeichnung erstellt oder Darstellung. Ich zeige dir euch mal. Ich bin hier wieder Multitasking am Limit. Ich habe hier nämlich wieder 10 Tabs offen. So, jetzt müsstet ihr meinen Browser sehen. Und. So, jetzt aber. Genau, hier seht ihr mein, mein Buch. Also, ich habe hab diesen Kommentar in meinem Buch behandelt und ich habe jetzt hier mal das Manuskript offen. Und genau, ich habe diese extrem professionelle Darstellung hier erstellt in mühsamer Handarbeit. Also ihr seht hier die Erde und dann auch ein Leuchtturm und ein Objekt, das von Personen in der Nähe dieses Leuchtturms angeguckt wird. In dem Fall ein Schiff. Das ist extremst äh, übertrieben dargestellt. Es geht nur ums Prinzip. Und jetzt haben wir zwei Beobachter in der Nähe dieses Leuchtturms. Der eine steht am Fuße des Leuchtturms und der andere ist ein bisschen sportlicher und hat sich die Treppen des Leuchtturms hinaufgewagt und steht jetzt hier auf der... Auf der Rehling? <laughs> ich habe ein irgendwie Sprechprobleme. Ich weiß nicht mehr, wie man irgendwas formuliert. Denn Rehling ist auf dem Schiff, nicht auf dem Leuchtturm. Ne? Er steht hier oben auf dieser Aussichtsplattform des Leuchtturms. So. Beobachter A, der auf Meereshöhe steht, also sagen wir mal am Strand von Wangerooge. Ich glaube, es gibt sogar auf der Nordseite von Wangerooge so einen Leuchtturm, richtig? Von dem aus ich Helgoland sehen könnte. Ich bin kein Wangerooge-Experte. Falls es jemand weiß, schreibt mir mal. Ähm, genau. Und dieser auf Meereshöhe stehende Beobachter kann halt relativ gerade über die Erdkrümmung hinweggucken. Klar, er sieht den Ozean, er sieht auch noch Helgoland, aber dann wird es schon schwierig. Während der Beobachter, der weiter oben steht, in dem Fall auf dem Leuchtturm, der kann weiter über die Erdkrümmung hinweggucken. Anders gesagt, je weiter oben ich stehe, desto weiter kann ich über die Erdkrümmung hinweggucken. Auf einer Kugelerde ganz normal. Und das kann ja auch jeder... Das weiß ja auch jeder. Also ich meine, jeder, der nicht gerade im Erdgeschoss wohnt, sondern weiter oben, weiß, dass man von oben weiter gucken kann als von unten. Wer mal auf Wangeroge ist, kann es tatsächlich nachprüfen an diesem Leuchtturm. Äh, macht mal von unten ein Foto von Helgoland am Horizont und macht mal von oben vom Leuchtturm ein Foto von Helgoland am Horizont. Dann werdet ihr sehen, dass ihr vom Leuchtturm aus mehr von Helgoland seht. Warum ist das so? Weil ihr von dort oben über die Erdkrümmung der kugelförmigen Erde hinweg gucken könnt. Würden wir hingegen auf einer flachen Erde wohnen, Gäbe es diesen Effekt nicht, dann wär's, würde es keinen Unterschied machen, ob ich auf dem Leuchtturm oben drauf stehe oder unten. Da aber jeder, jeder diesen Effekt selber nachprüfen kann und auch jeder, wenn er ehrlich zu sich ist, diesen Effekt kennt, ist damit alleine schon die flache Erde widerlegt. Also. Ähm so Schiffsausgucke zum Beispiel. Warum hatten damals Piraten Schiffsausgucke oder die anderen auch, um die Piraten zu sehen? Ja, weil man von da oben weiter sehen kann, über die Erdkrümmung hinweg. Auf einer flachen Erde bräuchte kein Schiff einen Ausguck. Auf einer flachen Erde würde es reichen, wenn ich vom Schiffsdeck gucke, dann müsste ich nicht weiter hoch. Das heißt, diese ganze Helgoland-Geschichte, die hier unser Freund aufbringt, ist ein Beweis für die kugelförmige Erde. Denn würde... Die Erde nicht kugelförmig sein. Warum sehe ich denn dann von Wangerooge aus nur Helgoland? Denn äh, hinter Helgoland in die Richtung kommt ja noch eine Menge mehr. Ne? Ich muss es äh, jetzt geraten, aber ich würde mal tippen, dass ziemlich genau dahinter irgendwann Norwegen kommt. Warum sehe ich denn von Wangerooge äh, aus nicht die norwegische Küste? Auf der flachen Erde wäre das so. Auf der flachen Erde könnte ich an einem sehr klaren Tag die norwegische Küste am Horizont sehen. Dem ist aber nicht so, weil das viel zu weit weg ist hinter der Erdkrümmung. Deswegen sehe ich zwar gerade noch so Helgoland, schon ein bisschen hinter der Krümmung, aber alles dahinter nicht. So. Das heißt, damit ist diese Wangerhoge Helgoland-Geschichte schon mal, schon mal abgefrühstückt. Hey denn, dein Audio hört sich komisch an. Deine Akustik ist ein wenig suboptimal. Warum? Denn das, wartet mal. Ich schaue mal selber rein. Das ist ja komisch. Gerade noch so Helgoland, schon ein bisschen hinter der Krümmung, aber alles dahinter nicht. Ah, ich habe mich gerade selber angehört, also für mich klingt es normal. Was nicht? Ist es zu leise, ist es zu laut? Immer. Ist es jetzt besser? Ist es jetzt zu laut? Ist es jetzt leiser? Schreibt mir das gerne mal. Ähm, aber ich habe es gerade gehört, das klang okay. Aber vielleicht sind auch nur meine Ohren komisch. <laughs> das könnte auch sein. Oder ich bin meine Stimme so sehr gewöhnt. Ähm, okay, ich schreibe alle, der Ton ist komisch. Ich jetzt noch mal rein ist jetzt besser. Jetzt ist, jetzt ist es ja viel zu laut. Ich mache mal wieder ein bisschen leiser. Test, 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 test. So, okay, ich lasse es jetzt mal so. Ähm, jetzt ist es viel zu laut. Wir machen wir ein bisschen leiser. Wenn ich das hier mache, geht es immer noch <laughs> ja. Das klingt ein bisschen hallig, ja, das kann sein. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber es ist das gleiche Mikrofon wie immer. Also eigentlich hier ist stumm geschaltet. Das heißt, ihr könnt es auch nicht doppelt, doppelt hören. Ja, wer weiß, woran es liegt. Solange ihr mich irgendwie hört, denke ich, ist das, ist das in Ordnung. Ja, ich sitze hier in meiner Wohnung, genau. Ich nehme ich aus dem Tonstudio auf, so also gesehen. Ja, okay. Also, vielleicht seid ihr auch komisch, genau, ja. <laughs> ich glaube, das ist die Erklärung. Okay, Leute, also... Es kommen immer mehr Leute dazu, das freut mich sehr. Wir sind jetzt schon äh, 240 Zuschauer, wahnsinn, sehr cool. Aber der Stream hat nur 100 Likes. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht 200 Likes für den Stream kriegen. Also Leute, all die dabei sind, gebt gerne mal einen Daumen nach oben, würde mich riesig freuen. Äh, wir widmen uns gleich dem zweiten Teil dieser Argumentation hier. Da geht es um den Suez-Kanal, das ist schon spannender. Äh, vorher der ganz kurze, uneigennützige Hinweis darauf, dass mein Kanal ganz kurz vor den... Sp 200.000 Abonnenten steht. Also ihr seht hier, es fehlen wirklich nur noch ganz wenige. Und diese Wachstumskurve hier, die ist sehr schön. Also es würde mich riesig freuen, wenn alle, die dabei sind ähm, und meinen Kanal noch nicht abonniert haben, weil ich weiß, dass sehr viele Leute zuschauen, aber nicht abonniert haben. Jetzt mal den Abo-Knopf drücken, damit wir den 200.000 näher kommen. Es würde mich riesig freuen. Das ist mein Ziel, das dieses Jahr zu erreichen. Und ich glaube, ich liege ganz gut. Vielleicht haben wir es sogar schon im November. Das wäre natürlich ein Knüller. Also vielen Dank, Leute, fürs Abonnieren. Ihr verpasst dann keine neuen Videos mehr. Es ist absolut kostenlos und es hilft mir sehr. Genau, zurück zu unserem äh, Flacherdler. Also wir hatten gerade festgestellt, dieses Wangeroge-Argument, das äh, macht keinen Sinn. Denn äh, wir sehen von Wangeroge aus Helgoland, weil es noch so nah dran ist, aber es verschwindet eben schon hinter der Erdkrümmung. Aber was ist mit dem Suez-Kanal? Jemand hatte auch eben im Chat geschrieben, warum ist Wasser immer. Flach. Und das ist tatsächlich ein sehr populäres Argument bei Flacherdlern, dass äh, Wasser sich immer plan ausbreitet. Es gibt so einen super berühmten Livestream mit äh, Astro Tony, nicht Astro Tim, Astro Tony, Tony Mahoni. Und äh, da sagt er auch, Wasser ist immer plan. Also Wasser ist der Beweis dafür, dass die Erde flach sein muss. Äh, dem ist natürlich nicht so. Ich mache mal gerade das hier zu. Und wir gehen mal in die Universe Sandbox rein. Und wir gehen mal zu unserer Erde. Also. Also erstmal ist mir gar nicht so klar, was das überhaupt bedeuten soll, dass Wasser immer plan sei. Also was heißt denn das? Das stimmt doch gar nicht. Also, dass, wenn wir einen Ozean sehen zum Beispiel, dann sieht das natürlich für unsere Augen so aus dass das eine riesige Fläche sei, weil wir so kleine Ameisen auf einer gigantischen Welt sind, die das halt nicht erfassen können. Ein gigantischer Riese würde genau sehen, dass das Wasser sich über die Krümmung ausbreitet. Ähm, also nur weil das für uns so, nur weil wir nur einen gewissen Teil des Globus überblicken können, weil wir so klein sind, heißt es doch nicht, dass Wasser sich immer plan ausbreitet. Ähm, das ist ja auch überhaupt nicht so. Wasser sucht immer den Weg des geringsten Widerstands. Und deswegen ist es ja zum Beispiel im Weltraum auch so, wenn die Astronauten auf der ISS Wasser auskippen, dass es sich zu einer Kugel zusammenfüg äh, zusammenfügt. Mal schauen, ob wir das finden können. Wartet mal. Wir suchen das jetzt mal. Ich hoffe, ich werde dann nicht von YouTube gebannt wegen Copyright-Sachen oder so. Mal schauen wir mal. ISS-Wasser. Oh, das hier ist doch gut. Schauen wir mal rein. Genau, da sehen wir es ja perfekt. Also, ihr seht, das Wasser wird zu einer Kugel, die dann da rumschwebt. Und äh, der Grund dafür ist äh, nicht etwa die fehlende Schwerkraft, sondern. Jetzt habt ihr es gar nicht richtig gesehen, ne? Ich mach nochmal, nochmal so. Ah, mein Kasten ist so ein bisschen im Weg. Hier seht ihr es besser. Ja, der Grund dafür ist nicht die fehlende Schwerkraft. Auch. Also, der Grund dafür ist schon die fehlende Schwerkraft, aber ähm, der Grund dafür ist nicht, dass wegen der Schwerkraft das Wasser sich sofort zur Kugel zusammenfügt, weil das alle Objekte im Universum tun. Also ich meine, Planeten sind ja Kugeln, Sterne sind Kugeln. Das, das liegt bei diesen Objekten an der sogenannten Eigengravitation. Also, die Erde fügt sich, äh, warum sag ich mal, fügen? Die Erde bildet sich wegen ihrer Eigengravitation zu einer Kugel, genauso wie die allermeisten Objekte im Weltraum auch. Bei Flüssigkeiten ist es so, dass die wegen der sogenannten Oberflächenspannung immer versuchen in die Form mit der kleinstmöglichen Oberfläche zu kommen und das ist eine Kugel. Der einzige Grund, warum Flüssigkeiten das auf der Erde nicht tun, ist, dass sie von der Schwerkraft daran gehindert werden. Also wenn ich jetzt, ich habe hier kein Getränk leider, so ein Bierchen wäre gut, habe ich leider nicht, wenn ich jetzt hier Wasser auskippen würde oder Bier, dann würde das gerne wegen der Tendenz zur niedrigen Oberflächenspannung zur Kugel werden. Kann es aber nicht, weil es von der Schwerkraft platt auf den Boden gedrückt wird, weil die eben von, vom Erdmittelpunkt aus überall gleich wirkt. Und im Weltraum auf der ISS haben wir diesen Effekt nicht, weil wir da so eine Fake-Schwerelosigkeit haben durch die Geschwindigkeit der ISS. Also sie ist, ist noch so nah an der Erde dran, dass, äh, der, dass die Schwerkraft eigentlich noch wirkt. Aber, wir suchen mal hier gerade die ISS. Aber weil sie so schnell ist. Weil sie so schnell ist, haben wir eine de facto Schwerelosigkeit. Also wir sehen hier, die ISS ist ja sehr nah an der Erde dran. Und äh, das heißt, eigentlich würde sie sofort von der Erdschwerkraft runtergezogen werden. Aber weil sie so schnell ist, ist es quasi wie ein ewiger Parabelflug. Moment, ich drücke mal gerade mein Internetkabel rein. Also es ist zwar keine perfekte Schwerelosigkeit im kosmischen Sinne, aber es ist, ist de facto Schwerelosigkeit. Und da kann, können sich die Flüssigkeiten gemäß ihren natürlichen Neigungen verhalten und bilden dann eben eine Kugelform wegen der Oberflächenspannung. Und auf der Erde passiert das nicht, weil die Flüssigkeit von der Erdschwerkraft Richtung Erdmittelpunkt gezogen wird. So, so für erstmal grundsätzlich. Schreibt mal gerade, was ihr schreibt. Du, du, du. Hydrostatisches Gleichgewicht, genau. Sehr gut. Das ist das Stichwort. Man bedenke auch, oh jetzt habe ich es nicht gesehen, man bedenke auch. Die I-Form bei Ebo und Flut. Meinst du genau mit I-Form? Sagt mir gerade nichts. Das ist doch wie mit den kosmischen Blasen, die erst besprochen wurden. Astro habe ich immer so gerne geguckt. Comedy pur, ja, absolut. Also dieser eine äh, Chaos-Stream. Ähm, hieß der glaube ich sogar offiziell. Das war wirklich, wenn, wenn ich mal schlecht gelaunt war, habe ich mir immer diesen Stream angeguckt, was aber so unterhaltsam war. Aber leider gibt es den nicht mehr auf YouTube. Irgendwer hat den runtergenommen, das ist wirklich unfassbar schade. Das war wirklich Comedy Gold, absolut. Okay, gehen wir nochmal zu Ihnen Sandbox rein. Mit diesem Wissen, was wir gerade gesammelt haben, können wir jetzt auch verstehen, warum das Wasser auf dieser großen, kugelförmigen, massereichen Erde sich so ausbreitet, wie es das tut. Und zwar wird es überall ungefähr gleichmäßig. Ungefähr, ne? Die Schwerkraft ist nicht überall gleich. Äh, es gibt so Schwerkraftanomalien, weil die Erde auch erstens keine perfekte Kugel ist, tatsächlich, sondern so ein Rotationsellipsoid. Perfektes Wort für Scrabble. Und äh, dann ist eben, ist das Gewicht der Erde auch nicht perfekt gleichmäßig. Okay, aber im Großen und Ganzen ist die Schwerkraft überall ungefähr ähnlich. Für unsere Zwecke reicht das jetzt, wenn wir das so sehen. Und deswegen wird das Wasser überall gleichmäßig. Zum Zentrum der Erde hingezogen, beziehungsweise zum Gravitationszentrum. Das muss nicht zwingend genau im Zentrum des Erdkerns liegen, aber eben irgendwo dort. Und da wird es überall gleichmäßig hingezogen, genau wie wir ja auch. Ne? Deswegen ist es auch, stehe ich immer auf dem Boden, egal ob ich jetzt hier in, in Deutschland äh, stehe oder unten in der Antarktis oder in Neuseeland oder hier Feuerland. Weil ich überall gleichmäßig zum Erdmittelpunkt hingezogen werde. Alles andere wäre ja fatal für unser Leben. Ne? Und genauso verhält es sich mit Wasser. Es würde sich gerne zur Kugel formen, kann es aber nicht. Es wird überall gleichmäßig von der Gravitation der Erde Richtung Zentrum gezogen. Und deswegen funktioniert auch sowas wie der Suezkanal so perfekt. Mit viel Fantasie können wir ihn hier sogar vielleicht erahnen. Ich weiß gar nicht, ob man den Suezkanal aus dem Weltraum sieht. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich schon. Ähm, genau, hier läuft der Suezkanal lang. Super wichtige wirtschaftliche Verbindung für den Schiffsverkehr vom Roten Meer ins Mittelmeer und äh, der Grund, warum das funktioniert, ist genau <laughs> der äh, sehr gut. der Grund dafür, warum das funktioniert, ist genau die Schwerkraft der Erde, denn Flacherdler stellen sich das wahrscheinlich irgendwie so vor, dass auf einer kugelförmigen Erde das Wasser nicht durch den Suezkanal fließen würde, weil es runterfließen würde oder was? Also anders kann ich das Argument gegen den Suezkanal gar nicht verstehen. Wir können es aber mal nachlesen, denn ich habe in meinem Buch tatsächlich ein Zitat. Also mal schauen, ob ich das finde. Wo haben wir es denn? Hier, genau. Und zwar gibt es tatsächlich ein Flacherdlerbuch aus 1885. Das finde ich total faszinierend. Im Jahre 1885 hat William Carpenter ein Buch verfasst mit dem Titel 100 Proofs That the Earth is Not a Globe. Also 100 Beweise, dass die Erde kein Globus ist. Im Jahre 1885. Und. Damals sei es ihm ja noch nachzusehen, allerdings benutzen Flacherdler immer noch die gleichen Argumente von, aus dem 19. Jahrhundert. Und zwar schrieb er dort: Der Suezkanal, der das Rote Meer mit dem Mittelmeer verbindet, ist etwa 160 Kilometer lang. Er bildet eine gerade und ebene Wasseroberfläche von einem Ende zum anderen und es wurde bei seinem Bau keine Berücksichtigung einer vermeintlichen Krümmung vorgenommen. Es ist ein klarer Beweis, dass die Erde keine Kugel ist. Schreibt mir sehr gerne mal in den Chat, wie ihr darauf erwidern würdet. Also angenommen, William Carpenter äh, steht von den Toten auf, um euch mit der flachen Erde zu nerven und sagt euch das. Was, äh, was antwortet ihr darauf? Ich würde darauf antworten, was, was wir gerade schon besprochen haben, dass der Suezkanal gerade deswegen funktioniert, weil die Erde eine Kugel ist. Weil das Wasser eben nicht irgendwo runterfließt, sondern weil es egal wo im Suezkanal, egal ob oben am Eingang zum Mittelmeer, egal ob unten am Eingang zum Roten Meer es wird überall Richtung Zentrum der Erde gezogen von der Gravitation und genau deswegen funktioniert so etwas wie der Suezkanal ohne Staustufen weil die äh, Höhe des Suezkanals überall gleich ist nämlich sehr sehr niedrig ich glaube sogar ein bisschen unter dem Meeresspiegel und deswegen haben wir eine gleichmäßige Höhe bei der das Wasser lediglich einem Effekt unterliegt der Gravitation der Erde und so funktioniert das eben perfekt Wäre die Erde hingegen eine Scheibe, dann würde die Schwerkraft der Erde wahrscheinlich, je nachdem wie diese Scheibe aufgebaut ist, irgendwo aus dem, aus dem Mittelpunkt der Scheibe heraus äh, imitiert werden und alles würde zu diesem Mittelpunkt der Scheibe hingezogen werden, wo wir dann einen riesigen Zentralberg hätten und dann würde sowas wie der Suezkanal tatsächlich nur mit Staustufen funktionieren. Also es ist hier wieder genau andersrum, wie die Flacherdler behaupten. Der Suezkanal ist ein Beweis für eine kugelförmige Erde mit einem Gravitationszentrum und äh, ein Beweis dafür, dass die Erde nicht flach ist. Denn abgesehen davon, dass die Physik dann eh überhaupt nicht funktionieren würde, bräuchten wir dann Staustufen. So. Man müsste erstmal herausfinden, ob die Meereshöhe vom Mittelmeer und Roten Meer gleich ist oder nicht. Soweit ich weiß, äh, ist der Suezkanal vom Eintrittspunkt ins Mittelmeer bis zum Roten Meer genau auf der gleichen Höhe. Das Globusmodell kann präzise Voraussagen treffen, Sonnenfinsternis, Mann absolut, ja, absolut. Ich würde nichts sagen. So müssen ein mit einem Backpfeife geben, ja. Äh, genau, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ich würde sagen, wir haben diesen Kommentar einigermaßen widerlegt. Ähm, es gibt übrigens das habe ich auch ein Buch geschrieben, super coole Zeitrafferaufnahmen. Es gibt ganze YouTube-Kanäle, die widmen sich nur diesen Zeitraffer-Aufnahmen aus dem Suezkanal und da sieht man dann, wie die Schiffe durch den Suezkanal fahren. Das ist super schön, sehr entspannt und man sieht am, am Horizont wirklich, wie die Wolken hinter der Erdkrümmung hervorkommen in diesem, weil das so eine lange Strecke im Zeitraffer ist. Also wer sich diesen Zeitraffer anguckt, der kann nicht ernsthaft mehr daran, davon ausgehen, dass hier über eine Fläche gefahren wird, sondern es ist offensichtlich, dass die Schiffe über eine Krümmung fahren. Wie kann man ein Buch aus Österreich heraus bestellen? Leider liefert Amazon liefert nicht nach Österreich, das ist ja kurios. Also du kannst es in jeder Buchhandlung bestellen. Ich hatte jetzt auch schon viele Bestellungen aus Österreich. Also geh einfach mal in eine Buchhandlung und frag nach "Flachgedacht". Oder du kannst es auch bei mir direkt bestellen. Also ihr könnt mir gerne auch eine Mail schreiben und dann liefere ich es euch direkt. Guter Zeitpunkt, das Buch kurz nochmal zu erwähnen. Hier ist es "Flachgedacht" heißt es und ja, es ist relativ neu, erst ein paar Monate. Und ich habe in diesem Buch dann eben wirklich Originalkommentare genommen astronomische Verschwörungskommentare und habe die dann wissenschaftlich widerlegt. Und äh, genau, das Buch ist sehr unterhaltsam geworden, um mich mal selber zu loben. Und jeder Kauf unterstützt natürlich meine Arbeit sehr. Hier auf dieser kleinen Landingpage kriegt ihr noch einen kleinen Einblick ins Buch und könnt es bestellen. Ich schreibe noch mal nochmal kurz. Hier gibt es das Buch. Genau, und da gibt es sehr, sehr viele von diesen Kommentaren. Genau, aber jetzt würde ich sagen, gucken wir uns erstmal noch einen Kommentar an. Wir haben jetzt schon viel über Erdkrümmung und Gravitation gelernt und gesehen, dass sich das mit bloßem Auge sehr, sehr einfach belegen lässt, dass die Erde eine Kugel sein muss. Schauen wir uns mal an, was wir noch für Kommentare haben. Und zwar diesen hier. Der ist sehr, sehr schön. Ich lese mal wieder vor. Also, die Erde ist hohl. So lautete es vor einigen Jahren in Insiderkreisen. Sogar ein NASA-Satellitenfoto vom Südpol soll dies bestätigen, das 1968 aufgenommen wurde und von der NASA geheim gehalten wird. Auf diesem lässt sich erkennen, dass es gar keinen magnetischen Pol gibt, sondern dass dort beim 83. Breitengrad stattdessen eine Öffnung existiert, die ins Innere der Erde führt. Die Erde soll innen drin einen Hohlraum haben, der entlang der Innenseite der Erdkruste sitzt. Dort soll es Kontinente, eine zentrale innerirdische Sonne und eine hochentwickelte menschliche Zivilisation geben. <laughs> Ich finde es cool, wie dieser Kommentar so ein bisschen in so Nachrichtensprechweise formuliert ist. So als wäre das jetzt so, so eine geheime News, die hier transportiert wird. Ähm, vor allem frage ich mich, was, was waren das für Insiderkreise, die sowas kolportieren? Und ähm, wenn die NASA dieses Foto geheim hält, dann macht sie scheinbar einen sehr schlechten Job, wenn irgendwer bei Facebook, wo dieser Kommentar herkommt, darüber Bescheid weiß. Also, das ist äh, wirklich äh, sehr schlechte Geheimhaltung, <laughs> würde ich mal sagen. Ähm. Genau, die Erde ist hohl. Eigentlich ist die hohle Erde meine Lieblingsastronomische äh, Verschwörungstheorie. Ich sage übrigens immer astronomische Verschwörungstheorie, weil, ähm, also mit denen kenne ich mich aus und äh, ich möchte, finde, an, ansonsten darüber hinaus, finde ich tatsächlich, dass das Wort Verschwörungstheorie so ein bisschen inflationär verwendet wird. Also nicht alles, dem man selber nicht zustimmt, ist eine Verschwörungstheorie und äh, ich habe das Gefühl, dass viele Leute gerade so im gesellschaftspolitischen Bereich das Wort verwenden, um einfach alle anderen Meinungen so ein bisschen äh, direkt tot zu machen. So geht's natürlich nicht, Ne, ist also Motto, ah, ja, das stimmt mir nicht zu, dann ist das ein Querdenker, und Verschwörungstheoretiker, so kann man es nicht machen. Ähm, und äh, viele Verschwörungstheorien im Laufe der Geschichte wurden ja auch wahr. Ne? Ich meine, man lese mal ein Geschichtsbuch, Deswegen das möchte ich das Wort gar nicht so inflationär verwenden. Deswegen sage ich immer astronomische Verschwörungstheorien. Weil nur weil einige Verschwörungstheorien wahr wurden und nur weil nicht alles wahr ist, was einem erzählt wird, ist die Erde halt trotzdem keine Scheibe. <laughs> das ist halt so immer dieses Extreme, ne? das so, dass Flacherdler sagen: Ja, alles, was der Mainstream sagt, ist falsch, also ist auch falsch, dass die Erde eine Kugel ist. Das ist halt totaler Quatsch. Ne? Man muss jeden Sachverhalt individuell beurteilen und kann nicht aus Prinzip alles ablehnen, was einem gesagt wird. Dann kommt man halt wirklich bei Flacherde, Echsenmenschen und was weiß ich an. Also man muss immer alles mit gesundem Menschenverstand betrachten und nur weil vielleicht die Tagesschau manchmal Blödsinn erzählt, ist die Erde trotzdem keine Scheibe. So, genau, Hohlerde, Hohlerde. Das ist meine Lieblingsverschwörungstheorie, weil ich mir immer vorstelle, wie wie würden sich Flacherdler und Hohlerdler miteinander vertragen. Also ich kann mir keine, ich kann mir keine ja, wie soll man sagen, Kompromisstheorie vorstellen, dass die Erde flach sein könnte und hohl, oder? Also, außer sie ist nicht ganz flach, sondern so ein bisschen dicker und da ist dann noch ein hohler Bereich drin? Man weiß es nicht. Aber dieser Hohlerdler hier geht ja schon von einer Kugelerde aus, ne? Weil er spricht ja auch von Erdkrust und allem. Also, das ist ein, 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 ein Kugelerdler. Er ist sozusagen auf unserer Seite. Er glaubt dann nur, die Erde ist hohl. Na gut. Schauen wir uns mal an, ob das sein könnte. Und äh, wie immer, schreibt mir gerne direkt in den Chat, wie ihr darauf antworten würdet. Stellt euch wieder vor, dieser Typ spricht euch an und sagt, Leute, die Erde ist hohl und in der Erde ist eine Sonne, da leben andere Menschen. Wie würdet ihr darauf antworten? Wie würdet ihr es inhaltlich widerlegen? Schreibt mir eure besten Argumente in den Chat, würde mich sehr freuen. Und übrigens, 350 Zuschauer sind wir jetzt. Es freut mich riesig, Leute, dass ihr euren Sonntagabend mit mir verbringt. Vielen Dank. 220 Likes hat der Stream. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht 300 hinkriegen. Also, all die es noch nicht getan haben, gerne mal einen Daumen nach oben geben, denn äh, YouTube zeigt den Stream dann mehr Leuten an, je mehr Leute liken. Das würde mich sehr freuen. So, im hohlen Rand. Das ist so ein bisschen wie diese Käserand-Pizzas. Kennt ihr die? Also, die sind, glaube ich, gar nicht mehr so innen. Es gab mal so eine Zeit, da hatte auf, jede, auf einmal jeder so Käserand-Pizzas. Äh, so, vielleicht ist die flache Erde ja so. Die ist flach und hat dann einen Käserand. <laughs> das wäre. Wenn das so wäre, würde ich auch Flacherdler werden, weil ein Käse, ein planetarer Käserand, das wäre auf jeden Fall was, womit man mich ködern könnte. Da wäre ich sehr dafür. Das werden wir gleich mal werden wir versuchen, das von der KI als Bild erstellen zu lassen. Ein, ein Planet mit Käserand. Okay. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei der hohlen Erde. Und äh, schauen wir uns mal bei Wikipedia an, was wir dort zum Aufbau der Erde finden. Aufbau der Erde. Genau. Also was ich dem, dem Kommentarverfasser zugestehe, ich mache den Kommentar mal weg, damit ihr das sehen könnt, ist, dass äh, man tatsächlich noch nicht alles weiß über den Aufbau der Erde. Man weiß wahrscheinlich sogar relativ wenig. Äh, es werden immer wieder neue Dinge entdeckt, die wirklich vorher niemand geahnt hätte. Ich mache ja auch oft Videos darüber. Äh, also, da wird wirklich verrückteste Dinge entdeckt. Ich glaube, vor einem halben Jahr wurde ein neuer Erdkern entdeckt, also. Quasi ein, Ke ein Kern im inneren Kern. Ein Kernkern. Oder ein Kern hoch zwei. Ähm, also man entdeckt immer wieder absolute Raritäten, ab, spektakuläre Dinge im, im Inneren der Erde. Teilweise auch kleinere Hohlräume, Helium-3-Vorkommen, was weiß ich. Also wir wissen tatsächlich nicht viel darüber. Wie auch, ne? Man kann ja nicht dahin. Es ist nicht wie bei Jules Verne: Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, auch wenn das ein fantastisches Buch ist, oder. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Film The Core kennt. Schreibt ihn gerne mal, schreibt mir gerne mal in den Chat, ob ihr den kennt. Ich habe den letztens das erste Mal gesehen, The Core. Ist so ein typischer Anfang 2000er Actionfilm. Unfassbar unterhaltsam, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen, der wissenschaftlich so inakkurat ist. Da bohren die sich mit irgendeinem, was weiß ich, mit irgendeiner Gerätschaft bis zum Erdkern vor. Diese Gerätschaft hält den Druck aus und die Temperaturen und sie kommen auch wieder raus und alles und sie können den Erdkern wieder, wieder zum Laufen bringen. Also es ist wahnsinnig, was die Drehbuchautoren sich da haben einfallen lassen. Ähm, genau, also ich empfehle euch diesen Film, wenn ihr mal wirklich lachen wollt. Jedenfalls wissen wir nicht so viel über die Erde, aber das hier ist relativ gesichert. Das ist der grobe Aufbau der Erde und zwar Mantel, Kruste, Mantel, Kern. So, Kruste, Mantel, Kern. Und ihr seht, allein die Erdkruste ist nur 35 Kilometer dick. Nur. Und äh, die tiefste Bohrung, die es jemals gab, die sogenannte Kola-Bohrung in der Sowjetunion, die reichte, ich glaube, 12 Kilometer oder was. Ne? Schauen wir mal. Genau, hier oben in, äh, da bei Murmansk irgendwo, keine Ahnung, wurde das gemacht auf der Kola-Halbinsel. Und ja, 12,26 Kilometer tief. Übrigens nennt man die Tiefe bei Bohrungen Teufe. Wenn ich das sage, denken Leute, ich hätte mich versprochen, aber es ist wirklich der Fachbegriff. Teufe statt Tiefe. Also 12,2 Kilometer Teufe. Das haben wir erreicht. Ja, und damit waren wir noch nicht mal durch die Erdkruste, die 35 Kilometer tief reicht. Das heißt, wirklich dorthin bohren, sich das mit eigenen Augen anschauen, keine Chance. Keine Chance. Das heißt, alles, was wir über den Erdkern wissen und auch über den Erdmantel. Müssen wir indirekt herausfinden durch seismische Wellen. Und das funktioniert so, dass es hier ein Bild gibt, ne? Leider nicht. Das funktioniert so, dass man eben so seismische Messstationen aufstellt an zwei gegenüberliegenden Punkten der Erde. Und wenn es dann Erdbeben irgendwo gibt und die seismischen Wellen dadurch durch, durch die Erde wandern, dann kann man die analysieren und gucken, wie hat sich diese seismische Welle. Verhalten im Vergleich zu einer gleichen einer seismischen Welle, die den gleichen Weg genommen hat letzten Monat oder so oder vor ein paar Jahren oder was weiß ich und so kann man dann den Aufbau der inneren Erde herausfinden durch die Analyse von seismischen Wellen. Denn wenn die zum Beispiel durch einen riesigen Hohlraum rasen würden, dann könnte man das herausfinden. Wenn sie auf Widerstände stoßen, dann kann man dadurch die Dichte der inneren Erde herausfinden und so weiter und so fort. Also alles indirekte Beobachtung. Die aber relativ solide ist. Ne? Und äh, klar weiß man dadurch bei weitem nicht alles. Klar findet man immer wieder neue Sachen raus. Aber eine Sache weiß man dadurch ganz, ganz sicher, nämlich dass die Erde nicht hohl ist. Das kann man ganz sicher sagen, weil man dadurch die Dichte der Erdschichten herausfinden kann. Und man hat durch die Analyse von seismischen Wellen eben herausgefunden, dass die Dichte der inneren Schichten der Erde höher ist als der äußeren Schichten. Die Dichte der inneren Schichten ist höher als der äußeren Schichten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Erde nicht hohl ist. Denn wäre in der Erde ein riesiger, hohler, keine Ahnung, riesiger Hohlbereich, dann wäre dort die Dichte natürlich niedriger. Da aber die Dichte im Inneren der Erde höher ist als in äußeren Bereichen, kann dort kein riesiger Hohlraum sein. Das ist unmöglich. Unmöglich. Also wenn, wenn jemand behauptet, die Erde ist hohl, das ist einfach. Das ist einfach völlig. Das ist einfach an. An allen gesicherten Realitäten vorbei. Und warum? Warum? Was, was, was? Und, und dann, dann, wir gucken uns an, was er geschrieben hat. Er sagt ja dann sogar, äh, ja, die ist hohl, und da ist eine innerirdische Sonne. Was ist das? Also ich meine, klar, der, der Erd es wird natürlich sehr heiß, im, <laughs> je weiter ich Richtung Kern komme, das ist richtig. Und äh, der Bereich um den inneren Kern herum ist auch flüssig. Aber das macht keine innere Sonne. Also, in eine Sonne würde ja implizieren, dass dort ein Kernfusionsprozess abläuft. Und äh, das ist, äh, also ein, eine Sonne ist ein gigantischer, eine Wasserstoffkugel, äh, in, dem de, in der der Wasserstoff so sehr komprimiert ist, dass der Kernfusionsprozess startet und dann durch die Proton-Proton-Reaktion aus Wasserstoff-Helium fusioniert wird und dann irgendwann vielleicht schwerere Elemente, im Maximalfall hin bis zum Eisen. So, das ist eine Sonne oder ein Stern. Und äh, das gibt es im Inneren der Erde nicht. Im Inneren der Erde gibt es auch kein, keine. Also da gibt es auch Wasserstoffvorräte, aber ähm, dort ist keine gigantische Wasserstoffkugel mit einem Kernfusionsprozess. Okay, aber er ist sich immerhin mit uns einig, dass es warm ist im Inneren der Erde. Das ist ja schon mal gut. Denn dann frage ich mich, wie er darauf kommt, dass dort eine Zivilisation existieren könnte. Denn äh, dieser Zivilisation wäre ziemlich heiß, muss ich sagen. Denn... Äh, selbst wenn die Erde in Hohl wäre, die Temperaturen müssten ja dennoch gigantisch ansteigen, der Druck müsste gigantisch ansteigen. Das heißt, man könnte dort, also vor allem eine menschliche Zivilisation könnte dort schlicht nicht existieren. Wobei ich den Gedanken cool finde, ich weiß nicht, ob ihr mal den Film Iron Sky gesehen habt, schreibt es mir gerne mal in den Chat. In Teil 1 geht es um die Mondnazis, also die Nazis, die auf den Mond, auf die dunkle Seite des, auf die abgewandte Seite des Mondes geflüchtet sind. Und in Teil 2, der leider nicht so gut ist, geht es dann um die äh, Reptiloiden im Inneren der Erde. Und ja, äh, äh, da wird diese Verschwörungstheorie aufgegriffen. Also Reptiloiden könnten da vielleicht überleben, die sind wahrscheinlich hitzeresistenter, aber eine menschliche Zivilisation, das halte ich doch für sehr gewagt. Buonasera schreibt Tech Tony. Ciao Tony, kommst du Sch Schau mal so, ich habe jetzt lange den Chat ignoriert, weil ich mich hier so in Rage geredet habe. Ich schau mal gerade, was sie so schreibt. Und wie ihr antworten würdet, Herr Hohlkopf, ja, ja genau. Ich meine, wenn man den Kommentar sieht, liest, ist definitiv irgendetwas hohl, <laughs> aber es ist nicht die Erde. Wenn wir eine weitere Sonne in der Erde hätten, dann wäre das Zentrum der Erde so massereich, dass wir allesamt Menschenmus wären. Genau, richtig. Also eine, eine Sonne, also ein Stern, selbst ein kleiner Stern. Es ist so absurd, aber selbst ein kleiner Stern, sagen wir mal, der ist so klein und komprimiert, dass er tatsächlich in die Erde passen würde, da müsste er, um einen Fusionsprozess zu haben, derart komprimiert und massereich sein, dass es genauso ist, wie Thomas schreibt: wir würden alle durch die, durch die Gravitation dieses Sterns und durch andere Effekte äh, zerquetscht, gegrillt, geröstet und was weiß ich werden. Fahr mal nach Merkers in Thüringen in die Sohle 800 Meter unter der Erde, sehr empfehlenswert. Dort gibt es auch eine kleine Kristallhöhle. Oh, das klingt super spannend. Ähm, sehr gerne. Also, ich überlege, ob ich schon mal in Thüringen war. Doch. Moment. Oh Gott, jetzt darf ich mich nicht blamieren. Jena, Jena ist in Thüringen, oder? Ja, Jena ist in Thüringen. Nicht, dass ich jetzt was völlig Quantiser erzähle, ja, Jena ist in Thüringen, Gottes gut. Äh, genau, ich war schon mal in Jena im Planetarium und im optischen Karl-Zeiss-Museum. Es war super, super cool. Also, ich bin großer Thüringen-Fan. Das ist ein guter Reisetipp. Vielen Dank. Wie tief gehen Ölbohrungen? Gute Frage. Ich weiß es gar nicht, aber viel, viel weniger tief als die Cola-Bohrung. Ähm, also, noch nicht mal 12 Kilometer, definitiv. Wahrscheinlich viel, viel weniger. Wenn es jemand weiß, schreibt es gerne mal in den Chat. Wäre die Erde hohl, hätte sie nicht so eine große Masse. Genau, also auch die Masse der Erde, die wir relativ gut kennen, wäre nicht zu erklären. Beziehungsweise, sagen wir mal so, wäre die Erde hohl, dann müsste, um ihre Masse zu erklären, der, naja, die Kruste eben, der nicht hohle Bereich, der dicht und schwer sein. Und das ist nicht so. Also, so gesehen können wir es schon so widerlegen, genau. Wie würde das dann stabilisiert, damit die Minisonde immer im Zentrum bleiben würde? Naja. Ich überlege mal gerade. Ich meine, rein theoretisch, rein theoretisch könnte es ja, na, nee. <laughs> also, also, auch rein theoretisch könnte es das nicht geben. Aber okay, ignorieren wir mal die komplette Physik und äh, sagen mal, im Inneren der Erde ist jetzt plötzlich eine Sonne. Äh, die wäre dann ja derart schwer, dass sie durchaus den, den Mittelpunkt dieses neuen Himmelskörpers konstant bilden würde. Und alles andere würde sich drumherum formen. Aber alles andere würde dann zerstört werden und mit Sicherheit in, in dieses Sonnenplasma hineinfallen. Keine Ahnung, wir probieren es einfach mal was bei Universe Sandbox aus. Und zwar versuchen wir jetzt mal, die Erde in eine Sonne zu verwandeln. Mal schauen. Weil das nicht klappt, weil die Erde gar nicht aus Gas ist. Aber wir können versuchen, Jupiter in eine Sonne zu verwandeln. Gehen wir mal zu Jupiter. Genau, die Erde kann man nicht in eine Sonne verwandeln, weil sie nicht aus Wasserstoff besteht. Aber der Jupiter hat sich wahrscheinlich am Anfang des Sonnensystems sogar einen Wettkampf mit der Sonne geliefert. Denn äh, am Anfang gab es nur so eine protoplanetare Scheibe aus Gas und Steinchen und so. Und aus diesem, aus dieser Wasserstoffwolke, die da war, hat sich eben die Sonne gebildet und die Gasplaneten. Theoretisch hätte auch Jupiter mehr Gas akkumulieren können, und dann wäre Jupiter jetzt eine Sonne das also hätte auch passieren können. Oh, Manu ist äh, Kanalmitglied geworden. Vielen Dank, Manu. Und ich glaube, du bist die Manu, die ich auf dem Space Creator Day kennengelernt habe, oder? Also, es war sehr, sehr cool. Manu war auf dem Space Creator Day vor drei Wochen. Das war ein cooles Event. Cool, dass du jetzt hier im Chat dabei bist, Manu. So, kann man da auch eigene Sonnensysteme machen. Ja, du kannst hier bei Universe Sandbox auch komplett eigene Systeme erstellen. Du kannst im Prinzip alles machen. Das ist sehr, sehr cool. Okay, Leute, wir versuchen mal, den Jupiter zu einer Sonne zu machen. Ich meine mich zu erinnern, muss nicht stimmen dass er 88 mal schwerer sein müsste. Hier haben wir die Masse und wir machen jetzt Jupiter einfach mal 88 mal schwerer. Ich bin gespannt, was passiert. Okay. Oh, was ist jetzt passiert? Warum sieht Jupiter so aus wie der äh, wie der äh, wie das Rauschen im Fernseher? Aber wir haben, ihr seht es, wir haben es geschafft. Sch hier steht jetzt Jupiter Stern. Und kreisend Sonne. Also Jupiter ist jetzt ein Stern und wir sehen hier auch so Massenauswürfe, so Koronale. So habe ich die gerade gesehen. Warum schon Jupiter? Da, habt ihr es gesehen? Das war so ein stellarer Auswurf von Plasma. Aber warum Jupiter jetzt so gräulich ist, das verstehe ich nicht. <laughs> Keine Ahnung. Das sieht wirklich aus wie der flackernde Bildschirm im Fernseher, wenn man keinen Empfang hat. Äh, falls jemand von euch weiß, warum Jupiter grau, ein grauer Stern ist, schreibt es mir gerne mal. Vielleicht hat es irgendwas mit seiner Temperatur zu tun, die können wir auch sehen. Hm. Also Universe Sandbox möchte uns erzählen, er hätte eine Oberflächentemperatur von minus 273 Grad. Das ist noch die alte Temperatur, die Jupiter normalerweise hat. Aber wenn er jetzt einen Fusionsprozess gezündet hat, müsste er eigentlich heißer sein. Außer ist der wahrscheinlichste... Die, wa die wahrscheinlichste Lösung ist, dass die Physik gerade in diesem Spiel nicht besonders akkurat ist. Aber ich versuche mal ein bisschen zu brainstormen. Der Fusionsprozess ist durch die Masse jetzt im Inneren gestartet, aber die Hitze hat sich noch nicht bis an die Oberfläche gearbeitet. Das heißt, wir haben eine kühle Oberfläche und einen heißen Kern. Also vielleicht genau das, was wir erschaffen wollten, nämlich einen Planeten mit einer Sonne im Inneren. Aber jetzt machen wir mal schneller und schauen mal, ob er heißer wird. Nö wirklich heißer. Er bleibt zu kalt. Das kommt mir sehr komisch vor. Also sobald der Fusionsprozess ausgelöst ist, müsste, also ich meine, es dauert ein bisschen, bis die, bis die Hitze aus dem Inneren, ah jetzt, seht ihr, die Temperatur steigt. Ich meine, es dauert, bis die, äh, bis die Hitze auch aus dem Inneren der Sonne bis an die Oberfläche kommt. Ich glaube, es dauert tatsächlich Jahre, ne? Also noch viel länger. Ich habe mal gelesen, wie lange ein Photon wirklich bis zur Erde braucht, aus dem Inneren der Sonne. Es war wirklich ein absurd langer Zeitraum. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne mal. Sorry, dass ich nicht immer alle Zahlen und Fakten parat habe. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr lange dauert. Das ist heißt, beim Jupiter, würde es noch länger dauern, wenn wir ihn 88 mal. Haben. Wobei, das stimmt nicht. Aber beim Jupiter würde es auch sehr, sehr lange dauern. Mal schauen, wie viel. Wie verhält sich die Masse jetzt im Vergleich zur Sonne? Ja, ah, ist ein bisschen leichter als die Sonne. Okay. Ähm, ja, aber jetzt wird der Wärmer. Das heißt, unsere Theorie scheint richtig zu sein. Aha, LP-Indie ist immer noch da. Sehr cool. Ja, beste Simulation der Welt. Ich muss mir mal Space Engine kaufen. Hast du das LP-Indie? Und kannst du, kannst du das empfehlen, Space Engine? Wenn ja, würde ich mir das mal für meine zukünftigen Livestreams kaufen. Ähm, Im Schnitt 100.000 Jahre, genau. Das hatte ich auch noch im Kopf. 100.000 Jahre braucht das Licht und die Wärme der Sonne aus dem Inneren wenn sie im Fusionsprozess im Kern der Sonne entstehen, müssen die Photonen sich nach außen kämpfen, dann machen sie sich auf den Weg zur Erde und dann kommen die letzten paar Minuten erst. Ne? Von der Sonne zur Erde sind ja nur ein paar Minuten und davor 100.000 Jahre. Wahnsinn. Also wenn ihr rausgeht, morgen, ein neuer Morgen, ihr steht mit eurem Kaffee da und guckt in die Welt, stellt euch vor, die Photonen, die in eure Augen dringen, haben 100.000 Jahre gebraucht, um sich aus der Sonne rauszukämpfen, nur um euch einen schönen Morgen zu bescheren. Uh, vielleicht ist das ein motivierender Gedanke, wenn ihr morgen, uh, wenn ihr morgen aufsteht. So. So, so. so. <laughs> Warum haben wir es überhaupt gemacht? Ach, wegen der hohen Erde. <laughs> wir sind ein bisschen von der hohen Erde abgedriftet. Schauen wir nochmal rein. Ja, genau, ich glaube, wir hatten das jetzt ganz gut widerlegt. Ne? Also wir haben festgestellt, die Erde kann nicht hohl sein, weil wir durch seismische Messungen. Die Dichte der einzelnen Erdschichten relativ gut kennen. Niemand erhebt da Anspruch auf absolutes Wissen, auf absolute Perfektion, aber wir kennen die so gut, dass wir sagen können: Es gibt keinen riesigen Hohlraum in der Erde. Und selbst wenn es den gäbe, wäre das kein Ort, an dem eine menschliche Zivilisation existieren könnte. So, das heißt, hohle Erde ist wahrscheinlich, ich meine, es ist ein hartes Wettrennen, aber ich würde sagen, ist noch bekloppter als die flache Erde. Ja, und was steht hier noch? Die NASA hat dieses geheime Foto. Es gibt keinen magnetischen Pol. Ich fahre in äh, zwei Wochen wieder nach Tromsø in Norwegen. Und äh, da bin ich jedes Jahr im Dezember und gucke mir Polarlichter an. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr auch wieder Glück habe. Die letzten beiden Male war's, hatte ich so ein Glück. Äh, ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen und es war direkt alles voller Polarlichter. Ich hoffe, dass es diesmal auch so ist. Und äh, ja, diese Polarlichter sind ja ein Ergebnis des Erdmagnetfelds, das den Sonnenwind, der die Erde trifft, zum magnetischen Nord- und Südpol leitet. Äh, wäre es so, wie dieser Herr hier schreibt, dass es kein, gar keinen magnetischen Pol gibt, wie auf dem Mars zum Beispiel, auf dem Mars gibt es so lokale Magnetfelder und Pole, aber keinen planetaren, dann müsste ich mir nicht die Mühe machen, nach Tromsee zu fliegen, denn äh, warum müsste ich in die Arktis fliegen, oder äh, Südpol geht natürlich auch, äh, wenn... Es keine magnetischen Pole gibt, zu denen der Sonnenwind geleitet wird, der die Polarlichter verursacht. Genau. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt einen magnetischen Pol. Ja. Ein Patient von mir kennt dich sogar auch. Ah, cool. Sehr gut. Ja, mittlerweile kennen mich echt so ein paar Leute. Es ist immer surreal, aber es ist so. Ich werde auch immer, immer öfter auf der Straße angesprochen. Es war wirklich die letzten vier Male, wo ich am Kölner Hauptbahnhof war, hat mich jedes Mal einer angesprochen am Hauptbahnhof. Das ist schon, das ist irgendwie cool. So Leute, ich hatte ja gehofft, gestern Abend Polarlichter bei uns zu erleben, leider nicht. Ja, in den letzten Wochen gab es einige Polarlichter in Deutschland tatsächlich. Also ich meine, so ganz an der Ost- und Nordseeküste sieht man schon mal welche. Ist jetzt nicht super häufig, aber auch nicht super selten. Aber man konnte wohl sogar in, in, im südlichen Niedersachsen und in NRW Polarlichter sehen. Das ist schon erstaunlich. Das ist wegen der hohen Sonnenaktivität so. Je aktiver die Sonne ist, desto mehr äh, energetischer Sonnenwind trifft das Erdmagnetfeld, desto mehr Polarlichter können wir Richtung Äquator sehen. Also Richtung Äquator. Am Äquator, das wäre das wär nicht gut. Dann wäre die Sonne wahrscheinlich ziemlich im Killermodus. Genau. Was wollte ich noch dazu sagen? Polarlichter. Sogar hier in Thüringen waren Polarlichter zu sehen. Ja, es also kann passieren. Das ist dann super beeindruckend. Sie werden dann natürlich nie so stark, ne? wie zum Beispiel in Tromsø. Also in Tromsø kann ich die immer mit bloßem Auge wirklich super beeindruckend sehen. Das sind wirklich so grüne, dicke Schleier, die über einem tanzen. Mit der Handykamera oder mit einer anderen Kamera sieht man sie noch besser, ne? weil Kameras, also nicht jede, aber die alte Kamera vom Nokia-Handy wahrscheinlich nicht, aber heutige Kameras können mehr Licht einfangen als unsere Augen und sehen dann eben die Polarlichter noch besser. So, wo arbeitest du denn sonst so? Ich äh, mache meinen YouTube-Kanal hauptberuflich, also ich muss zum Glück keine andere Arbeit mehr machen. Ich habe Jura studiert, mit Schwerpunkt Weltraumrecht, ähm, aber zum Glück, ich bin sogar Volljurist. Aber zum Glück äh, lief mein YouTube-Kanal am Ende von meinem Staatsexamen so gut, dass ich nie als Jurist arbeiten musste. Puh, Glück gehabt. <laughs> genau. Okay, Leute, ich habe noch einen Kommentar in Petto, äh, der auch sehr cool ist. Aber vorher wollte ich euch noch was anderes, <laughs> cooles zeigen. Habe übrigens so ein bisschen Schnupfen. Ähm, äh, ich merke jetzt schon, wie mein Hals langsam wieder so, wieder so rau wird, weil ich hier so viel erzähle. Also, wenn ihr mir mentale Unterstützung geben wollt, dass ich hier mein, trotz meines Schnupfens diesen Livestream mache, gebt gerne dem Stream noch ein Like. Ich sehe, wir sind jetzt über 400 Zuschauer. Das freut mich wirklich gigantisch, Leute. Äh, vielleicht schaffen wir auch die 400 Likes. Also gebt alle mal dem Stream einen Like, dann zeigt YouTube ihn nämlich noch mehr Leuten an. Und für alle, die jetzt noch neu dazugekommen sind, nochmal der völlig uneigennützige Hinweis. Oha, meine Abos sind gesunken. Warum? dass mein Kanal kurz vor den 200.000 Abonnenten steht. Also würde mich riesig freuen, wenn ihr alle mal den Abo-Knopf drückt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denn ich weiß, dass viele Zuschauer aber den Kanal nicht abonniert haben. Also drückt doch alle mal auf Abonnieren. Und äh, genau, also nicht, wenn ihr schon abonniert habt, ne? weil dann deabonniert ihr. Nur auf Abonnieren drücken, wenn ihr noch nicht abonniert habt. <laughs> Vielleicht kamen dadurch die feinen Abo-Zahlen zustande. Und helft mir die 200.000 Abonnenten zu knacken. Das würde mich riesig freuen. Schaut mal hier meine, die Entwicklung meines Kanals seit der Erstellung. Das finde ich super cool immer hier habe ich schon angefangen. Immer 2016 habe ich mal das, das erste Mal was hochgeladen. Ihr seht, da ist wirklich jahrelang nicht wirklich was passiert. Ne? Super lahm und lahm und lahm. Und dann irgendwann, als ich angefangen habe, das Ganze hauptberuflich zu machen, ist dieses exponentielle Wachstum eingetreten. Und ja, ich freue mich wirklich über diese, über diese Erfolgsstory. So, ich wollte euch noch was anderes Cooles zeigen. Hat nichts mit dem Thema zu tun, aber fand ich cool. Und zwar. Hm. Und zwar... Ähm, Gibt es jetzt bei ChatGPT, kennt ihr ja, ne, diese KI, gibt es jetzt eine Funktion, dass man eigene GPTs erstellt. Also du kannst ein eigenes Chat-GPT machen ähm, und dem sagen, wie es sich verhalten soll. Das ist super, eine super mächtige Funktion. Ich habe damit damit eben mal so ein bisschen äh, rumgespielt, und ich habe eine GPT erstellt, die ich Sad Cosmic Philosopher genannt habe, also ein trauriger kosmischer Philosoph. <laughs> und ich habe sie so konfiguriert, dass diese GPT immer deprimiert und mit so einem, mit so einem kosmischen mit so einer kosmischen Nostalgie antwortet. <laughs> super geil. Äh, schreibt mir gerne mal in den Chat, was ich diese GPT jetzt fragen soll. ich werde den besten von euren Vorschlägen werde ich fragen. also schreibt mir gerne mal, was wir fragen sollen. und äh, ihr werdet sehen, sie antwortet dann wirklich immer genau so, wie ich sie konfiguriert habe. das ist unfassbar, was Chat-GPT kann. Ey. ich glaube, den meisten Leuten ist es noch nicht klar. Wie weltverändernd diese Technologie ist und dieses, dieses Tool. Das ist Version 4, äh, GPT-4. Ich warte mal auf ein paar Vorschläge von euch. Und dann werde ich mal meinen traurigen, meine eigene, traurige, kosmische Philosophen-KI äh, befragen. <laughs> und dann schauen wir mal, wie sie antwortet. Was betrifft das Weltraumrecht denn alles? Gute Frage. Da werde ich mal einen eigenen Stream drüber machen, weil es ist wirklich interessant. Also, ich meine, so klassische Fragen sind, sind halt. Äh, wem gehört der Mond? Äh, kann ich Grundstücke im Weltraum erwerben? Wie ist der Unterschied im Weltraum zwischen Staaten und privaten Firmen und so? Äh, Satellitenhaftung. Frage nach dem Ende des Universums. Okay, das ist ein guter Einstieg. Hat das Universum ein Ende? Fragen wir mal. Schauen, was die. Er müsste sich jetzt theoretisch so verhalten, wie ich ihn äh, konfiguriert habe. Er schreibt, das Universum, unermesslich und rätselhaft in seiner Ausdehnung, entzieht sich unserem vollständigen Verständnis. Manche Theorien deuten auf unendliches Universum hin. Er braucht ein bisschen, um es zu generieren. Langsam. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er hier mit meinem. <laughs> Manche Theorien deuten auf ein unendliches Universum hin, während andere die Möglichkeit eines endlichen, aber unbegrenzten Raums vorschlagen. In beiden Fällen fühlt sich unsere Existenz so winzig und vergänglich an. Wenn wir annehmen, dass das Universum endlich ist, so ist es doch so groß, dass seine Grenzen jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Wir, gebunden an unseren kleinen blauen Planeten, können nur staunen und spekulieren. Es ist eine melancholische Erkenntnis, wie unbedeutend unsere Sorgen und Freunden im Angesicht dieser kosmischen Unendlichkeit sind. Und selbst wenn das Universum ein Ende hat, so ist es doch ein Ort, so weit entfernt und fremd, dass es fast wie eine abstrakte Idee erscheint, fern von unserer alltäglichen Realität. Das ist so geil. Ich habe den so konfiguriert und jetzt redet er wirklich so wie so ein... Ja, depressiver Philosoph. Das ist super. Und man kann sich jetzt konfigurieren können, wie ich will. Ne? Also man kann wirklich alles machen. Jetzt fragen wir mal: gibt es einen Planeten aus Pizza? Schauen, was unser trauriger kosmischer Philosoph dazu sagt. <laughs> Die Vorstellung eines Planeten aus Pizza, so absurd und amüsant sie auch sein mag, steht im krassen Gegensatz zu den harten Realitäten des kosmischen Raums. In unserem Universum, so unvorstellbar riesig und voller kalter, lebloser Materie, sind die Bedingungen für einen solchen Planeten nicht nur unwahrscheinlich, sondern widersprechen den Gesetzen der Physik und Chemie, wie wir sie kennen. Oh, jetzt kommt's. Aber diese Vorstellung erinnert uns auf tragische Weise an unsere eigenen Grenzen und Wünsche. Wir sehnen uns nach Dingen, die so einfach und erfreulich sind wie Pizza, in einer Welt, die so komplex und unverständlich ist wie das Universum. <laughs> das hätte von mir sein können, oder? Das hätte original aus einem meiner Videos sein können. In, den, in, den, in der unendlichen Weite des Raums, wo Sterne geboren werden und sterben, Galaxien kollidieren und schwarze Löcher die Vorstellungskraft sprengen, ist der Gedanke an einen Pizzaplaneten ein süßer, aber letztlich kindlicher Traum. Ja, erinnern uns daran, wie sehr unsere menschlichen Wünsche und Fantasien Schatten der überwältigenden, gleichgültigen Weiten des Universums verblassen. Hu, harter Tobak. Wir wollten doch nur einen Pizzaplaneten und jetzt sind wir depressiv. Toll. <laughs> Ja, ich wollte euch das nur zeigen, weil ich das wirklich eine super coole Funktion finde. Und übrigens ist jetzt auch äh, Dolly direkt in, der, in dem ChatGPT-Interface drin. Also, ich kann jetzt hier auch direkt Bilder generieren lassen. Generiere. Schreibt mir ja schon mal eure Vorschläge. Ich generiere einen von euren Vorschlägen. Danach machen wir weiter mit den Kommentaren, versprochen. Äh, schreibt mir gerne mal, was wir für ein Bild generieren lassen sollen. Ich fange mal an. Generiere mir. Bitte. Ich bin immer höflich zu der KI. Schreibt mir mal bitte und so. Falls es irgendwann zur KI. Apokalypse kommen sollte, äh, gehe ich auf Nummer sicher und bin immer höflich, damit ich verschont werde. Bitte erstelle mir ein Bild von einem Planeten aus Pizza. Mal schauen, was passiert. Ich besitze die Macht des Knoblauchs, oha. Oha. Hole Erde im Querschnitt, sehr gut, sehr gut. Pizza soll uns doch glücklich machen. Ja, Pizza soll uns glücklich machen und jetzt hat sie uns, hat sie uns traurig gemacht. Ein weißes Loch, das ein schwarzes Loch frisst. Finde ich gut. Elvis Presley als Alien. Sehr gut, Leute. Gute Vorschläge. Ein schwafender, melancholischer Computer. Sowas brauche ich. Ja, perfekt. Ne? Ich meine, ha, da ist unser Pizzaplanet. <laughs> Boah, ich muss sagen, also abgesehen davon, dass das ein cooles Bild ist, ist das doch Wahnsinn, was, was diese KI-Tools mittlerweile drauf haben, oder? Schau ich das mal an. Das ist richtig, richtig gut. Das ist einfach richtig gut. Das ist die, das, Hier sind sogar die echten Kontinente aus Pizza. Wahnsinn. Also, ich jedes Mal wieder geflasht, muss ich sagen. Es gibt ja viele Skeptiker, die sagen: ah, KI ist gar nicht so toll. Blah, blah, blah. Das ist auch keine KI, das ist nur eine Datenbank. Okay, okay, ist ja egal, aber es ist trotzdem doch eine revolutionäre Technik. Dann gibt es wiederum die Leute, die sagen: Das ist gar kein KI-erschaffenes Bild, das klaut die sich zusammen. Blödsinn, die allein an den Texten, die wir gerade generiert haben, von meiner melancholischen Philosophen-KI, ist doch deutlich geworden, dass hier eine originäre Schaffenskraft vorliegt. Also ich glaube, dass sich da das zu leugnen bringt nichts. Wir haben es hier einfach mit einer revolutionären Technologie zu tun, die unser Leben verändern wird. Ich versuche es deswegen jetzt schon so viel wie möglich in meinen Alltag einzubauen, um einfach nicht abgehängt zu werden. Und, ähm, und obwohl ich mich viel damit beschäftige, habe ich das Gefühl, abgehängt zu werden, weil einfach jeden Tag was Neues rauskommt. Schreibt mir mal in den Chat, ob ihr auch diese KI-Angst habt, äh, dass so viel Neues passiert, dass ihr das Gefühl habt, ihr kommt nicht hinterher. Also mir geht es so. Sonst wollte ich ja noch eins von euren Vorschlägen, äh, einen von euren Vorschlägen generieren: Elvis Presley als Alien. Für guter klassischer Vorschlag: Elvis Presley als Alien. Guck er erklärt sogar, was er macht. Erkennbar sind verschiedene Pizzabeläge, die die Oberflächenstrukturen des Planeten bilden. Nicht schlecht, nicht schlecht, Dolly. Ist das ein Pilzequator? Ja, ist ein, ein Champignon. <laughs> ein Champignon-Äquator. Ich bin Informatiker und komme da kaum nach, schreibt Ja, Das beruhigt mich sehr. Ich bin kein Informatiker und komme kaum nach. Also schön zu hören, dass es dir auch so geht. Ähm. Haha, <laughs> haben wir Elvis als Alien. Ein bisschen abgemagert, der gute Elvis, ne? Sieht so aus wie Elvis nach einer langen Drogenkarriere. Äh, <laughs> Elvis nach einer langen, durchzechten Nacht in, in Las Vegas. Was kostet diese Version? Ich glaube, ChatGPT äh, Pro kostet 19 Dollar im Monat. Aber ich, aber, äh, ich, ich beschwöre es gerade nicht, aber ich glaube 19 Dollar im Monat. Machst du ein Video über die Island-Vulkane? Ja, mag ich am Mittwoch. Aber bis dahin empfehle ich euch die Videos vom LP Indie. Der hat schon sehr, sehr viele Videos dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob er noch, da ist. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall für die Island-Sache auch mal vorbeischauen. So Leute, okay, ich würde sagen, wir haben genug mit KI rumgespielt, oder? Vielleicht machen wir es am Ende noch einmal. Schaut, wenn man in den Chat, ob wir am Ende ähm, noch mal ein paar KI-Bilder generieren sollen oder ob, ihr, oder ob ihr das doof findet. Falls es die Mehrheit gut findet, machen wir es am Ende noch mal. Ähm, jetzt gucken wir uns aber erstmal Jetzt gucken wir uns aber erstmal noch einen Kommentar an. Oh, in der Zwischenzeit lasse ich aber noch ein Bild äh, generieren. Ach Gott. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Und wir generieren noch ein Bild, das wir uns gleich angucken. Erstelle eine neue Spezies. Ich generiere ein Bild einer komplett neuen, bislang unbekannten Spezies aus dem Weltraum. Das ist gut. Okay, gucken wir uns gleich an. Gehen wir erstmal wieder weg und schauen uns den dritten Kommentar an. Ich habe nämlich noch einen. Ähm, wir hatten. Oh, die Erde mit Käse ran. Stimmt, den müssen wir das auch noch machen. Richtig, richtig. Wir haben jetzt im ersten Kommentar hatten wir über die Erdkrümmung gesprochen und über die Erdgravitation. Im zweiten Kommentar hatten wir über die hohle Erde gesprochen. Wichtiges Thema. Und ja, jetzt haben wir noch einen Epos. Ein Epos als Kommentar, ein sehr langen Kommentar. Ah, Indie ist noch da, sehr gut. Ja, also für die Island-Thematik schaut bei LP-Indie vorbei. Bester Vulkan-Channel. Äh, viel besser als ich. Ich bin nur vulkan äh, Auch wenn ich im Januar nach Neapel fahren werde und eine Doku über die pflegrechten Felder produzieren werde, es, es steht jetzt fest. Ähm, ich habe einen Freund von mir aus Sizilien gefragt, der kommt mit als Dolmetscher. Äh, Flüge buche ich jetzt nächste Woche, also steht alles fest. Wir haben schon einen Reiseplan gemacht, es wird sehr, sehr cool. Genau, aber dazu, dazu dann bald noch mehr. Lese ich mal diesen Kommentar vor. Was will dieser Herr uns verklickern? Dieser Beitrag, wahrscheinlich ging es um den Mond, ist einfach nur armselig. Sieh dir den Beitrag von Norman Investigativ an. Kenne ich gar nicht. Kennt ihn jemand? Sollte man den kennen? Wo die richtigen Probleme widerlegt werden. Da geht es nicht um so einen Blödsinn wie die wehende Fahne und um den anderen Schmarren, der als unwiderlegbare Beweise für die Echtheit dieser Megelüge verkauft werden. Mensch, schaltet doch eure Gehirne, Stehhirne ein. Was sind Stehhirne? Weißt du das jemand? Das ist das? Sowas wie eine Stehlampe? <laughs> so ein Hirn als Stehlampe? Ich weiß nicht, was ist ein Stehhirn? Die haben doch mit der heutigen Technik Probleme, auf dem Mond zu landen. Aber in den 60ern war es null Problemo. Da würde sogar der Alf kotzen. Jetzt zieht er auch noch den Alf mit rein. Das ist wirklich dreist. Mein Lieblingsalien. Weil mir ist echt egal, was die Leute glauben und was nicht. Aber ich würde viel Geld bezahlen, um ihre Gesichter zu sehen, wenn sie checken, wie dumm sie sind. Nicht das System ist das Problem, sondern die ganzen Hongs, die daran glauben und sich daran klammern. Bald wird sich eh die Spreu vom Weizen trennen. Auf diesen Tag freue ich mich vom ganzen Herzen. Nie damit dem System. Oh, Mireille muss raus. Danke, dass du dabei warst, Mireille. Sehr, sehr cool. Bis zum nächsten Mal. Ähm, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Beitrag. Ähm, so, also lass uns das mal auseinandernehmen. Ja, das mit der Fahne am Anfang, das ist doch ein guter Startpunkt. Genau, ähm, also ich glaube, wenn ich ihn richtig verstehe, will er sagen, dass das Argument mit der Fahne nicht das beste Argument ist gegen die Mondlandung. Aber widmen wir uns dem trotzdem mal. Ähm, denn das ist ja so das klassische Argument. Ne? Die wehende Fahne auf dem Mond. Also wurde das offensichtlich auf der Erde gedreht, die Nase hat das alles gefaked und bla bla bla. Wo ich mir schon mal erstmal ganz von vorne rein denke. Mh, wo ich mir immer schon mal ganz von vornherein denke, äh, wie dämlich wäre das von der NASA für Milliarden, und ich glaube, inflationsbereinigt haben die Apollo hat das Apollo-Programm irgendwie 130 Milliarden Dollar gekostet oder so. Also für Milliarden eine Mondlandung zu organisieren äh, oder zu faken in der Welt der, der Verschwörungstheoretiker und dann diesen Aspekt nicht zu bedenken. Ne? Also es wäre unfassbar dämlich, sich dadurch zu verraten. Aber in Wahrheit. In Wahrheit äh, ist das mit der Flagge wirklich total simpel zu erklären. Lass uns mal schauen, ob wir ein Bild finden von der Flagge. Also von der echten. Äh, Machen wir das mal wieder zu. Machen wir Universal Sandbox mal wieder zu. Und gehen zu Wikipedia. Oh, jetzt haben wir schon das Bild hier äh, gespoilert. Hier sehen wir, sehen wir eine völlig neue, unbekannte Spezies, die bisher noch niemand kannte. Finde ich cool nicht cool also sieht gruselig aus würde ich würde ich äh, wäre ich entsprechend äh, furcht eingeflößt wenn ich auf einem fremden Planeten dieses Ding sehen würde okay gut aber wir wollten ja die Flagge sehen wir gehen wir mal zu Apollo 11. So, wo haben wir's hier ist kein im Artikel von Apollo 11 ist kein Foto von der Flagge muss ich wahr sein von einem englischen Artikel Hier muss doch irgendwo ein Foto von der Flagge sein. Noch nicht. Hier. hier sehen wir Buzz Aldrin, der der amerikanischen Flagge salutiert auf dem Mond. Auf all diesen Fotos ist von Apollo 11, auf fast, fast allen, ist übrigens nicht äh, Neil Armstrong zu sehen, ne? weil ähm, Neil Armstrong hat die Fotos gemacht. Das heißt, das ist immer Buzz Aldrin. Und ähm, genau, hier salutiert er der Flagge und es sieht ja so aus, als würde sie wehen. So, jetzt gibt zwei Aspekte, warum das so aussieht. Der erste ist erstmal. Natürlich ist hier oben eine Querstrebe drin. Ne? Hier sieht man es ja sogar. Also hier ist eindeutig eine Querstrebe drin. Klar, als anderer wäre unfassbar dämlich. Deswegen fällt die schon mal nicht flach runter. Okay, soweit so gut. Da würden vielleicht auch noch Mondlandungsleugner zustimmen. Jetzt aber die zweite Frage: Warum sieht es so aus, als würde sie wehen? Gute, gute Frage. Es ne? gibt ja keinen Wind auf dem Mond. Sehr niedrige Schwerkraft. Also warum sieht die Flagge so aus, als würde sie wehen? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne schon mal in den Chat. Es ist ja so, wenn ich auf der Erde eine Flagge in den Mond stecken würde. Äh Quatsch, wenn ich auf der Erde eine Flagge in den Mond stecken würde. Ich, re, ich fühle mich schon zu lange Monologe. Ich erzähle schon nur Quatsch. Also wenn ich auf der Erde eine Flagge in den Boden stecken würde. So, dann hat diese Flagge durch das Reinstecken eine gewisse Energie von mir mitbekommen. Ne, durch die Bewegung des Reinsteckens habe ich in die Flagge Energie übertragen und diese Energie führt dazu, dass die, ja, Nylon ist es meistens, boah, was keine Ahnung, weiß ich gar nicht, aber sagen wir mal das ist Nylon, dass diese Nylon-Flagge dann ein bisschen flattert. Aber diese Energie wird schnell wieder abgegeben. Also, sonst wäre es ein perpetuum mobile. Eine Flagge fliegt nicht für ewig, außer sie kriegt einen neuen Impuls, wie Wind oder so. Aber die Energie, die ich der Flagge durch das Reinstecken mitgebe, die wird relativ schnell wieder abgegeben auf der Erde meistens durch Luftwiderstand. Wir leben ja hier, Gott sei Dank, in unserer schönen Atmosphäre, können hier schön atmen und so. Und das bedeutet Luftwiderstand. Dadurch wird die, ja, diese kinetische Energie durchs Reinstecken relativ schnell wieder abgegeben. Auf dem Mond haben wir hingegen keinen Luftwiderstand oder nur sehr, sehr, sehr gering. Also ich meine, der Mond hat wahrscheinlich, hat, glaube ich, auch eine Mini- Atmosphäre, so eine homöopathische Atmosphäre könnte man sagen, aber egal. Für unsere Zwecke sagen wir jetzt einfach mal, äh, der Mond hat gar keinen Luftwiderstand. Und äh, das heißt, die e Energie von, durch das Reinstecken, die wird viel, viel langsamer abgegeben als auf der Erde. Das heißt, das Wehen durch das Reinstecken bleibt viel länger. Irgendwann. Übernimmt dann aber der Effekt der Mondschwerkraft. Der Mond hat zwar eine niedrigere Gravitation als die Erde, aber er hat auch eine. Und die beeinflusst natürlich die Flagge auch. Die Flagge wird auf Dauer dann eben nach unten gezogen, Richtung Mondzentrum. Und dadurch hört das Schwingen irgendwann auf. So. Aber da es eben auf dem Mond keinen Luftwiderstand gibt wie auf der Erde, bleibt die Energie durch das Reinstecken viel länger erhalten. Das heißt, Verschwörungstheoretiker haben es hier wieder genau falsch rum. Der also, Neil Armstrong und Buzz Aldrin hätten sich wirklich anstrengen müssen, um auf dem Mond diese Flagge nicht zum Schwingen zu bringen, ohne Luftwiderstand. Ne? Äh, so rum ist es. Das heißt, dieses Argument, warum weht die Flagge, ist völliger. Ich, ich versuche immer nicht, diesen Begriff zu verwenden, um andere nicht niederzumachen, aber es ist, es ist wirklich völliger Unfug. Ne? Weil sie weht gerade deswegen doch nicht, weil äh, sie weht gerade deswegen länger, weil es keinen Luftwiderstand gibt. So. Das Fahnengestänge dürfte wohl auch recht dünn und leicht gewesen sein, sodass die Fahnen noch länger nachschwindet. Genau, man sieht es hier, es ist jetzt kein, kein Betonstab oder so, das wird sicherlich auch noch äh, dazu geführt haben. Man kann die Flagge heute noch sehen, nur ist sie damit fast weiß. Genau, durch die Weltraumstrahlung, denn der Mond ist ja relativ ungeschützt, ist die Flagge ausgeblichen, richtig. Das ist doch eine total sinnvolle und einfache Erklärung. Das Problem ist, die wollen es nicht verstehen. Ja, genau, ich glaube auch, Ne, ich glaube, das ist es eher. Ähm... Genau, ich würde mal gerne einen Mondlandungsschwuppler fragen, welcher Beweis ihnen vorgelegt werden müsste, damit sie es einsehen. Ja, das ist halt die Sache. Ne? Richt, ihr habt es völlig richtig formuliert. Viele Leute wollen es halt nicht einsehen. Da kann man dann auch nichts machen. Aber er bringt ja hier also sein primäres Argument ist ja ein anderes. <laughs> Außer das mit Alf noch und so. <laughs> Vor allem, ich glaube, Al, also Alf ist mit Sicherheit kein Mondlandungsleugner. Ich meine, Alf kommt vom Planeten Melmak, der zerstört wurde. Übrigens, weil alle Melmakianer gleichzeitig ihren Föhn eingeschaltet haben. Ich glaube, das wird in irgendeiner Folge erwähnt. Alle haben gleichzeitig ihren Föhn eingeschaltet und dann ist Melmak explodiert. Oder ich habe das gerade erfunden, ich weiß es nicht, aber ich meine mich daran zu erinnern. Ja, und dann ist er auf die Erde geflogen. Das heißt, er muss ja am Mond vorbeigeflogen sein. Da hat er mit Sicherheit auch die, die Apollo-Flaggen gesehen. Also, Alf ist, Alf ist auf unserer Seite. Genau. Sein Hauptargument ist ja die Technik. Und dieses Argument hört man auch total oft. So nach dem Motto, es ist unrealistisch, dass man im Jahre 1969 mit der Technik damals zum Mond hätte fliegen können, wenn man es ja noch heute noch nicht mal mehr schafft. Das kommt dann auch noch hinzu. Ich glaube, er schreibt das auch, ne? Die haben doch mit der heutigen Technik Probleme auf dem Mond zu landen. Genau. Also, erstmal ist es wahr. Seit der letzten und sechsten Mondlandung gab es keine Mondlandung mehr. Aber nicht, weil man das damals gefaked hätte und das dann nicht mehr machen konnte, sondern weil es erstmal keinen Grund mehr gab. Ne? Ich meine, der Grund, warum man über, überhaupt diese ganze Sache gemacht hat, war ja vor allem das Weltraumwettrennen, das Space Race mit der Sowjetunion. Und deswegen hat man ja unfassbar viel Geld da reingepumpt. Ne? Also, das war ja wirklich ein erheblicher Teil der amerikanischen Staatsausgaben, dann floss dann da rein. Und äh, als man es dann geschafft hatte, ist aber das Interesse auch sehr schnell abgeklungen. Also nach Apollo 11 schon war das Interesse relativ schnell ging runter. Und dann hat man nach der sechsten Mondlandung eben gesagt: naja, was soll das jetzt? Äh, wir haben das Space Race gewonnen. Also müssen wir jetzt nicht jedes Jahr zum Mond fliegen. So, dann ist es aber natürlich auch, also stimmt, dass es heute trotzdem kein Kinderspiel ist, wieder zum Mond zu fliegen. Warum sollte es das auch sein? Denn die Basic-Technik, sage ich mal, die man dafür verwendet, die ist ähnlich geblieben. Also, man benutzt eine Trägerrakete, man bringt damit ein Raumschiff in den Weltraum und dann muss man irgendwo hinfliegen. Daran hat sich seit den 1969er Jahren nicht viel geändert. Unsere Computerleistung, die ist natürlich viel, viel besser geworden. Aber die, der grobe Ablauf von so einer Mondmission ist sehr, sehr ähnlich geblieben. Ähm, ich finde es inter immer interessant, sich vorzustellen, dass die damals im, äh, in der Apollo-Landefähre, in der Eagle, diesen Computer hatten. Ich glaube, Apollo Guidance Computer hieß der, ne? Schauen wir mal, ob wir den finden. Apollo. Da ist er. Genau, das war das Interface, äh, das Display und, das, und die Tastatur und so. geiler Retrolog, das also ist schon super. Ähm, aber ist jetzt gar nicht. Machen wir hier weg. Äh, genau, und der, der war, das darf ich mir nicht vertun, ich glaube, der war über eine Millionen Mal leistungsschwächer als ein iPhone 6. Ein iPhone 6 ist ja auch schon wieder Schnee von gestern, ne? Aber ein iPhone 6 ist über eine Million Mal Leistungsstärker als der Computer in der Apollo-Landefähre. Supergeil. Klar, da kann man natürlich schon mal auf die Idee kommen, so, ist ja komisch, ne? Wie konnten die mit so einem Steinzeiteilen da landen? Der Clou ist aber, dass dieser Computer nicht das Herzstück war. Man stellt sich das durch so Sci-Fi-Serien heute so vor, dass man im Raumschiff sitzt, man an so einem riesigen Star Trek-Computer und. Tippt und es piept und so war das ja damals gar nicht. Dieser Computer war, glaube ich, nur für so Nachbesserungen des Kurses notwendig und so. Ansonsten war das komplett äh, analog Flugtechnik. Deswegen waren das ja auch Militärpiloten, Armstrong und Aldrin, ne, die das gemacht haben. Also, dieser Computer war nicht das Hauptinstrument, mit dem die das Ding gelandet haben. Und äh, ansonsten haben, wurden die Daten vorher vom Mission Control berechnet und durchgegeben. Also, es war sehr viel analoge, manuelle Arbeit, Rechenarbeit. Die man da gemacht hat. Weniger Computerarbeit. Und das soll überhaupt nicht die Leistung schmälern. Ne? Also, Apollo 11 war wahrscheinlich eine der größten Leistungen der Menschheitsgeschichte, gerade weil es noch so analog war. Aber es ist eben etwas, wofür man keinen modernen Computer braucht. So, ohne es schlecht machen zu wollen. Ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Und das verkennen, glaube ich, die Leute, die sagen, man, braucht, man hätte das mit der damaligen Technik nicht machen können. So, ich schau mal, was ihr, was ihr so schreibt. Ich habe den Chat wieder ignoriert. Da kann ich mit einem billigen Smartphone zum Mond fliegen. Cool, probiere ich gleich. Ja, also die äh, Berechnungen, äh, die man damals bei Apollo durchgeführt hat, die kannst du, mit deinem, kannst du wahrscheinlich mit deinem alten Nokia <laughs> durchführen. Also ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist eine Partie Snake auf dem alten Nokia äh, rechenintensiver als das, was der Apollo Guidance Computer da damals berechnet hat. Uh, uh, uh. Würden die Livebilder vom Mond heute in HD rüberkommen? Puh. Das ist eine gute Frage. Ich meine, es gab ja Ende 2022 äh, die Artemis-1-Mission, der Beginn dieses riesen Artemis-Projekts, in dessen Rahmen man ja übrigens wieder Menschen zum Mond schicken möchte. <laughs> Bei Artemis-2 sollen Menschen den Mond umrunden und wieder zurückkommen. Bei Artemis-3 sollen sie erstmals wieder landen. Und im Laufe des Artemis-Projekts soll dann sogar eine dauerhafte Basis auf dem Mond entstehen. Also Basis, wahrscheinlich wird das noch ordentlich abgespeckt werden. Aber sagen wir mal, ein Ort, wo über einen längeren Zeitraum Menschen arbeiten. Und dann werden wir wahrscheinlich einen 24-7-Livestream von der Mondoberfläche haben. Also es brechen wirklich schwere Zeiten für Mondlandungsleugner an. Äh, genau, ich hatte Artemis 1 damals gestreamt. Endet, war das Ende 2022? Ich glaube schon. Aber es fragt mich nicht, ob die Daten in HD rüberkamen. Keine Ahnung. Aber es war eine gute, sehr gute Bildqualität man konnte dann den, den sogenannten Earthrise sehen Earthrise schwieriges schwieriges Wort also den Erdaufgang hinter dem Mond supergeil also wenn ihr euch das interessiert schaut euch noch mal meinen Artemis 1 Livestream von vor ein paar Monaten an das war echt ein sehr sehr cooler Moment genau Cockpit Darkhold schreibt warum haben die Sowjets nie was gesagt wenn es hier Mondlandung nie gegeben hätte das ist auch eins meiner Lieblingsargumente also wenn das Gefekt gewesen wäre oder wenn es auch nur einen Anhaltspunkt dafür gegeben hätte dann hätten die Sowjets, wären die ersten gewesen, die im Propagandakrieg gesagt hätten, das war nicht echt, ne? So gesehen. So, es war nur 180p. Naja, immerhin, ne? Ich meine, wir empfangen 180p-Bilder vom, vom Mond. Das ist, schon, das ist schon cool. Viele Berechnungen heute dienen auch nur einer detaillierten Überwachung, die man damals noch nicht machte. Und die man nicht für den Flug bräuchte. Genau das ist es ja, ne? Heute geht man natürlich auch viel mehr auf Nummer sicher als bei Apollo 11. Apollo 11 war, kann man schon so sagen, ein kleines Harakiri-Kommando, ne? Also klar, alle haben damit gerechnet, dass es gut geht, aber die Gefahr war immens. Und deswegen hatte man auch Militärpersonal für die Mercury- und Apollo-Programme geholt. Das waren ganz harte Jungs, die vorher im Koreakrieg gekämpft hatten, die davon ausgingen, dass eine Option ist, dass sie dabei draufgehen. Es war ganz, ganz anders als heute. Außerdem gibt es ja auch den Mondreflektor auf der Oberfläche. Genau, richtig. Ne? Man kann es man ja ampingen. Dann war der ganze kalte Krieg nicht echt. Ja, das wäre so eine typische Flacherdler-Argumentation. So immer weiter äh, das Verschwörungskonstrukt ausbauen. So, ja, okay, Mist. Äh, dann, damit meine Theorie aufrechterhalten werden kann, muss ich jetzt den kompletten kalten Krieg leugnen. Und So, ne? so geht es dann halt immer weiter und so weiter. So ein Motto, oh, wenn die Erde flach wäre, dann funktioniert das mit der Schwerkraft ja nicht. Okay, dann ist Schwerkraft auch, auch eine Lüge. Oh, aber wie, wie klappt das denn da mit der Sonne? Ja, dann, dann ist die Sonne so ein kleiner Ball, der direkt über die Erde fliegt und so weiter und so wird so dann immer ein größeres Fantasiekonstrukt aufgebaut. Statt mal einzusehen, dass man vielleicht einfach Unrecht hat. Das kann ja immer mal, kann immer mal sein, dass man Unrecht hat. Und dass bei den Landungen nichts passiert das war auch Riesenglück. Ja, total. Äh, weiß nicht, ob jemand von euch die Serie For All Mankind kennt. Schreibt es mir mal gerne in den Chat. Super Serie, kann ich sehr empfehlen. Der Plot ist, dass in einer alternativen Realität die Sowjets zuerst auf dem Mond gelandet sind. Und dann wird darauf aus aufgehend eben eine alternative Zukunft erschaffen. Und äh, so der Grundtenor der Serie ist, dass das gut gewesen wäre, weil dann das Weltraumwettrennen nicht aufgehört hätte, weil die Amerikaner das nicht hätten auf sich sitzen lassen und dann noch viel mehr Geld in den Weltraum gepumpt hätten, was uns wahrscheinlich schon in den 80ern zum Mars geführt hätte und so weiter. Also die These ist, dadurch, dass der Wettbewerb der Nation dann weiter stattgefunden hätte, hätten alle Menschen davon profitiert. Und das finde ich einen super coolen Gedanken. Ich bin ohnehin großer Freund von Wettbewerb. Äh, Wettbewerb belebt immer das Geschäft. Von Wettbewerb profitieren alle. Und ähm, dabei entstehen dann immer Nebeneffekte, von denen alle profitieren. Man nennt das laterale Innovation. Zum Beispiel durch das Apollo-Programm sind super viele Dinge entwickelt worden, die wir heute im Alltag verwenden. Ich glaube, Thermo, Thermodecken kommen von Apollo. Oder so Stoßdämpfungen, die in Gebäuden verbaut werden gegen Erdbeben, aber auch in Lkws zum Beispiel, das sind alles so Apollo-Erfindungen. Und solche, solche positiven Innovationen als Nebeneffekt. Das nennt man laterale Innovation. Und äh, ja, das ist, also das ist der Plot von All Mankind. Wenn das Space Race weitergegangen wäre, hätte es noch viel mehr laterale Innovationen geben. Sehr coole Serie. So. <laughs> Warum gibt es kein richtiges Bild der Erde? Auf Google sind alle Photoshopped. Nö, die sind alle, warum sollten die alle Photoshopped sein? Ich kann dir mit einem Klick ein, ein Bild der Erde zeigen. Und zwar finde ich das. Schaut, ob ich das so finde. No. Vielleicht finden wir es bei den Voyager Aha, das ist ein Bild der Erde tatsächlich. Das ist mein Lieblingsbild der Erde. Es ist der Pale Blue Dot. Das ist ein Bild, was äh, Voyager 1 nämlich mal angemacht hat. Aus einer sehr, sehr. Seht ihr das überhaupt noch? Ja. Aus einer sehr weiten Entfernung. Ich glaube, hinter Neptun schon. Und ja, das sind wir. Dieser Punkt, kleine Punkt. Ich finde es äh, unfassbar faszinierend, sich vorzustellen, dass auf diesem kleinen Punkt alle Menschen drauf sind, die's, die es. Also alle Menschen, die es jemals gab, haben auf diesem Punkt gelebt. Carl Sagan hat dazu so einen super cool, coolen Text eingesprochen und äh, wirklich sehr sehr bewegend genau also so gesehen äh, dass alle Erdbilder Photoshop sein ist einfach schlicht Bullshit kann man leider nicht anders sagen Earthrise ist auch noch ein gutes ja schauen wir mal genau hier Apollo 8 genau also noch vor der ersten Mondlandung ist man ja schon in einigen Apollo-Missionen hat man sich der Mondlandung schon genähert und ähm, genau, Earthwise, also die Erde, die hinter dem Mond aufgeht. Hier, das. Es gibt natürlich immer Versionen, die verbessert wurden, ne? Das ist klar, wo dann die Sättigung hochgedreht wurde, wo die Auflösung erhöht wurde. steht ja auch Color Calibrated Version. Aber das heißt auch nicht, dass die Aufnahme an sich Photoshopped sei. Das ist einfach totaler Quatsch. Das ist so. Das ist so so Quatsch aus Prinzip. Weißt du so, es gäbe es nicht wirklich Dinge auf der Erde, über die man sich aufregen könnte, man sagen könnte, boah ja, das, was alle behaupten, ist totaler Bullshit. Da gibt es ja 10.000 Themen. Mir fallen direkt auf anhieb 10 ein, die ich jetzt nicht sage, weil ich dann Ärger kriege und gecancelt werde. Da wird so viel Quatsch, den die Mehrheit verbreitet. Und dann nimmt man sich sowas äh, und behauptet, das sei Photoshop. Ey, ich will sie nie verstehen. Echt? Das ist so ein Unfug, wirklich. So. Okay. Genau, genau. Jetzt hatten wir dieses... Äh, hatten wir das auch? Äh, was war da noch so drin? Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Ne? Das mit der Technik, das haben wir, jetzt, haben wir jetzt schön behandelt. Wow, 445 Zuschauer sind wir. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, Leute, dass wir so viele sind. Und wir haben schon 440 Likes für diesen Stream. Da freue ich mich ja immens. Jetzt schaue ich mal, ob mich wieder ein paar von euch deabonniert haben. Ha, diesmal sind die Abos gestiegen. Also, Leute, wer noch nicht meinen Kanal abonniert hat, gebt sehr gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich riesig freuen. Mein großes Ziel ist, die 200.000 Abos zu knacken. Und ich freue mich über jeden Unterstützer. Ihr verpasst dann auch nicht mein neues Video, was morgen kommen wird. Und das wird sehr, sehr spannend. So, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt schon 18.52 Uhr. Wahnsinn. Wir werden jetzt zum Abschluss noch ein bisschen mit unserer KI hier rumspielen. Schreibt mir gerne noch ein paar Vorschläge, was wir von der KI generieren lassen sollen. Ähm, als Bilder. Während ihr mir eure Vorschläge schreibt, werde ich nochmal unseren traurigen kosmischen Philosophen befragen. Ton weg. Ne, Ton müsste eigentlich noch da sein. Ich glaube, doch, oder? Also, ich sehe zumindest noch, dass der Ton da ist. Würdest du mit Niklas Collor Co zusammenarbeiten? Ja, klar, sehr gerne. Also, super cooler Typ. Ähm, macht coole Videos. Ich meine, macht ja sowas ähnliches wie ich. Also, warum nicht? Sehr gerne. Er hat mich auch auf TikTok abonniert. Das, äh, <laughs> Als er auf TikTok noch ganz klein war, hatte er mich, äh, hatte er mich abonniert. Ah, der Käserandplanet, richtig. Richtig. Okay, machen wir den mal. Äh, wie nennen wir das? Ein. Jetzt sagen einfach ein Planet mit einem Rand aus Käse. Mal schauen, was er daraus macht. Ich hätte mir eben noch sagen sollen, der Planet muss flach sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was er daraus macht. <laughs> <laughs> Ton ist da sehr gut, das freut mich. So KI Alf mit Katzenpizza, oh Gott, das ist, das ist grausam, eine Katzenpizza. Du als Marseinwohner, ja ich glaube, mich kennt er wahrscheinlich nicht. <laughs> okay, hier the images of the whimsical planet with a cheese crust. Ja hier hat er einfach, das ist ja kompletter Käseball einfach. Das hier ist schon besser, ne? Das ist schon besser. Das ist der Mond. Das sieht ein bisschen aus wie der Mond. Könnte der Mond sein, warum auch immer hier unten so ein Gebirge hingemacht hat. Ja, ich meine, technisch gesehen ist das ein Käserand. So gesehen hat er den Auftrag eigentlich erfüllt, oder? Was meint ihr? Aber wir machen es noch ein bisschen genauer. Machen wir mal: ein Planet geformt wie eine flache Pizza mit einem Käserand. Ja, machen wir mal einen Planet... Ja, okay. Mal schauen, ob er es da ein bisschen genauer hinkriegt. Machen wir die Erde als Möbiusband. oder? Oh, das ist cool. Das kriegt er mit Sicherheit hin. Möbiusband ist eh spannend. Wollte ich, mal ein, wollte ich mal ein Video drüber machen. Ja, während der generiert, noch mal kurz der Hinweis, Leute, wenn ihr noch mehr von diesen Kommentarwiderlegungen lesen wollt... Dann empfehle ich euch mein neues Buch. Es ist auch ein super Weihnachtsgeschenk, flach gedacht. Da sind wirklich ja sehr, sehr viele von diesen Verschwörungskommentaren drin. Wissenschaftlich widerlegt, ganz ohne Häme oder Beleidigung oder so. Es ist sehr unterhaltsam geworden und sehr cooles Buch und sehr cooles Weihnachtsgeschenk. Und jeder Kauf unterstützt meine Arbeit. Hier nochmal der Link. Ähm, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht ein paar Ausgaben von Flach gedacht zu Weihnachten verschenken würdet. So, was jetzt mit unserem Käseplaneten? Oh. Das kommt schon hin, ne? Ich meine, gut, das ist im Prinzip einfach eine Pizza im Weltraum. Aber wie soll es sonst aussehen? Also, ich finde, finde den Auftrag hat er in Ordnung erfüllt. <laughs> du hast Hunger, ist was er Ich habe wirklich Hunger. Deswegen, äh, gleich nach dem Stream werde ich auch sofort essen. Äh, das wird super. Ich habe noch so einen Lachsauflauf im Kühlschrank. Ach, wurde geklärt, ob der Weltraum satanistisch ist. Richtig, das war ja der Titel des Streams. Ah ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten, Leute. Ähm, ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Short, den ich produziert habe in der Zeit. Lassen wir Dolly noch ein neues Bild generieren. Die Erde als Möbiusband. So. Ich wollte euch nämlich diesen Short hier zeigen. Darf ihr das sehen? Genau. Hört euch das mal an, Leute. Könnt ihr nicht, weil kein Ton da ist. Hinweis, Leute, wenn ihr noch mehr Sie von diesen lesen wollt. Warum höre ich doch? Äh, dann empfehle ich euch mal ein neues Buch. Warte mal, Leute. <laughs> Ich weiß nicht genau, warum das jetzt so ist. So. Gut, ja, dann ein ist geworden, bei YouTube. Buchen, sehr gutes Weihnachtsgeschenk. Die da ich weiß nicht genau, warum ihr das, warum, wenn ich euch diesen Short abspiele, ihr das im Hintergrund doppelt hört. Ah, deswegen. Ich glaube, ich weiß jetzt warum. Weil der das hier dann gleichzeitig macht. So und so und so. Jetzt müsste es gehen. Schauen wir mal. Unglaublich. Das hier behauptet ein Flacherdler bei YouTube. Sterne werden nicht geboren, wie diesen schwachsen da erzählen, dass da durch Staub die dreht, einfach dreht, dreht, und danach praktisch äh, diese Staube äh, wird eine Scheibe Schwachsen dabei. Ne? Das sind einfach gemalte Bilder auch, diese, wo die Sterne entstehen. Und am besten diese Satanisten, die machen sie sich lustig, weil die machen immer diese Monster da. Seht ihr? Der, der Teufel damit mit Horn und so. Das sind wie, wie drei Hunde oder sowas. Oder, ne? Ihr wisst das, ne? Ah. Ich hoffe, ihr habt es gut verstanden. Also, das war äh, ein, ein Flacherdler, der äh, behauptet hat, äh, ja, mehrere Dinge direkt behauptet hat. Also, erstmal, dass, dass diese Bilder von Weltraumnebeln äh, satanistisch seien. Und zwar war das ein Bild der Säulen der Schöpfung. Ach, ich bin ja in der englischen Wikipedia. Da sind sie. Und äh, da meinte der gute Giovanni, so heißt er. Dass das also satanische Bilder seien, die sind seien nicht echt, die wurden von Satanisten erst, erstellt und dann würden die da auch so Hunde rein, mal keine Ahnung, das ist ein völliger Wahnsinn. Und äh, was man dem entgegenhalten kann, ist, dass man viele von diesen Weltraumnebeln, oder einige zumindest, also viele tatsächlich schon mit billigen Amateurteleskopen sehen kann. Selbst mit so einem Feldstecher kriegst, kriegt man teilweise schon einige Weltraumnebel rein. Den Orionnebel zum Beispiel kann man sogar mit bloßem Auge sehen, muss man sich mal vorstellen, ne? Schauen wir es finden. Genau. Genau, also <laughs> im Stern mit Orion kennt ihr wahrscheinlich. Ganz berühmt wegen diesen drei Gürtelstern. Ähm, unter den, direkt unter den Gürtelstern ist der Orion-Nebel. Und in einer sehr klaren Nacht kann man den mit bloßem Auge sehen. Und äh, da frage ich mich, wenn diese Weltraumnebel sat satanische Erfindungen wären, warum kann ich sie dann mit bloßem Auge sehen? Und äh, mit dem Teleskop natürlich dann viel, viel spektakulärer. Ne? Also können wir mal googeln Orion Nebel... Äh, ...ah, was wir finden. Hier, das Bild hier. Ist leider verschwommen. Jetzt will er mir das Bild nicht zeigen. Hier, die, die, die Freimaurer haben sich in den... haben sich in äh, den Stream gehackt, offensichtlich. Jetzt will er mir das nicht mehr zeigen. Aber es war jedenfalls ein Bild des Orion-Nebels von einem Amateurastronomen. Naja, das hier ist auch vom Amateurastronomen. Also, das hier haben Amateure aufgenommen, nicht die NASA äh, oder irgendwelche anderen Leute, die verdächtigt werden, äh, mit den Satanisten unter einer Decke zu stecken. Das sind einfach ganz normale Leute. Also, es ist schon ein gutes Amateurfoto, ne? Klar. Aber ihr könnt den Orion-Nebel mit einem richtig billigen Aldi-Teleskop kriegt ihr den schon relativ gut rein. Und man sieht auf jeden Fall, das ist ein Weltraumnebel. Ähm, hier, guck mal, bei Reddit. Da hat einfach jemand gepostet. My first photo of the Orion Nebula. Äh, ist jetzt nicht mega geil, ne, klar, aber ihr seht, das ist. Das sehen wir es doch. Und das hat einfach irgendein Typ bei Reddit gemacht. Also wie kann man sich denn gerade das rausnehmen als Flacherdler und sagen, das. Das zweifle ich jetzt an. Das gibt es nicht. Das ist von Satanisten erstellt. Wenn man es doch selber sehen kann. Also da kann der Giovanni sich doch selber ein Teleskop nehmen für einen Swanny und, und so, ein, so ein Bild reinkriegen. So. Jemand sollte den Satanisten mal Hobbyvorstellungen unterbreiten. Ja, das denke ich mir auch. Also, wenn das die Leute sind, die im Geheimen die Weltverschwörung planen, warum machen die dann so einen Quatsch? Also warum Weltraumnebel faken? Das, ist, das kommt mir irgendwie nicht wie eine gute, wie soll man sagen, wie eine gute Beschäftigung vor. Da kommt, dann gönnen wir uns jetzt noch, noch einen Short. Ich mache jetzt in letzter Zeit immer so ein paar Shorts, wo ich dieses, diese Behauptung ganz kurz und knapp widerlege. Ja, und hier beim neuen Short behauptet eine Flacherdlerin, es gibt da auch Frauen, nicht viele. Also die meisten Flacherdler sind Männer, aber es gibt auch ein paar Frauen. Sie behauptet... Die Stephen Hawking sei nicht echt gewesen. Also leider tot. Äh, Stephen Hawking sei ein Fake gewesen. Hören wir mal rein. Diese Flacherdlerin behauptet, Stephen Hawking sei ein Fake. Und ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass irgendwas seltsam ist mit diesem Stephen Hawking. Also dass der irgendwie merkwürdig ist. Sehen sich zwar ein bisschen ähnlich, aber die Zähne sind so anders. Also es könnte auch sein, dass er eben von verschiedenen Schauspielern gespielt wird, das vermute ich. Wie? <laughs> Also sie sagt sie Hawking sei nicht echt, der wird von verschiedenen Schauspielern gespielt, weil das Argument ist, weil der im Laufe der Zeit äh, sich verändert hat optisch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich meine erstens äh, jeder Mensch, der mal älter geworden ist und ich glaube das betrifft die meisten von uns weiß, dass man sich im Laufe der Zeit verändert, leider leider. Ich sehe auch nicht mehr so aus wie vor zehn Jahren. Und da kommt bei Stephen Hawking eben noch äh, erschwerend hinzu, dass er an der Nervenkrankheit ALS litt. Und die nat offensichtlich natürlich seinen Körper in Mitleidenschaft gezogen hat. Aber Glück im Unglück sozusagen. Er hatte die, die, ich glaube, juvenile Variante, heißt es, die einen nicht schnell umbringt, sondern man kann mit der relativ alt werden. Stephen Hawking ist ja auch 76 geworden, wirklich beachtlich. Aber natürlich ist er im Laufe der Jahrzehnte, hat sein Körper erheblich darunter gelitten und er hat sich optisch verändert. Daraus jetzt zu machen, der, der ist nicht echt, der wurde von Schauspielern gespielt, wie, wie, <laughs> wie kommt man darauf? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es wirklich nicht. Genau, Leute verändern sich in der Zeit, Wahnsinn, ja, richtig. Genau, wer, wer hat dann die Berechnung durchgeführt, ne, wenn es die der Schauspieler war? Ich meine, jetzt kann man richtig philosophisch werden und sagen, sind wir nicht alle die Schauspieler unserer Existenz? war das Shakespeare der gesagt hat die ganze Welt ist eine Bühne und Fra nee, die die Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Schauspieler <laughs> also so gesehen sind wir, sind wir alle Schauspieler wenn man so möchte jo Shinkonkana habe ich noch sehr gut das klingt nach einem fantastischen Abendessen wenn du jeden Tag vier Pizzen isst wirst du dich auch bald verändern ja also <laughs> habe ich glaube ich schon fürchte ich muss auch wieder ein bisschen Sport machen Oh, guck mal, wir haben die Erde als Möbiusband bekommen. Ja, ich glaube, das ist. Das ist jetzt nicht wirklich ein Möbiusband, aber es haut ungefähr hin. Das nicht so richtig. Aber das ist cool. Das gefällt mir gut. Ich liebe das. Ich könnte wirklich den ganzen Tag nur mit Kairo bespielen. Vor allem, wisst ihr, was richtig cool ist? Ähm, es gibt ja jetzt auch Tools, die aus Bildern Videos machen. Und, äh. Oh, da ist ein 500 Likes da. Sehr cool. Wir sind immer noch über 431 Leute. Super cool. Äh, genau. Lasst uns die 500 Likes knacken, Leute. Alle, die es noch nicht gemacht haben, gebt gerne mal einen Daumen nach oben. Also man kann aus Bildern Videos machen. Können wir auch mal kurz probieren. Aber das ist jetzt wirklich das Letzte, was wir heute machen. Ich werde euch nicht zu lange vom Abendessen abhalten. Wir generieren jetzt mal ein Bild, aus dem man gut ein Video machen könnte. Nehmen wir mal ein Alien-Tier. Nehmen wir mal ein äh, an Alien animal Consisting of Pizza on, on, on a strange exoplanet. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein bisschen zu spezifisch. Schauen wir mal. Man kann es übrigens auch auf Deutsch machen. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt auf Englisch gemacht habe. Ich habe immer das Gefühl, Englisch verstehen die Tools ein bisschen besser. Ich trinke jeden Tag 10 Liter Bier. Ist mein, <laughs> mein Bauch ist kein Flachbauch mehr, tatsächlich rund. Ja, siehst du, damit hätten wir die Flachbauchtheorie widerlegt. Tim, bitte frag mal deine KI nach Gott. Das können wir, das machen wir zum Abschluss. Jetzt haben wir unser Pizza-Alien, das finde ich sehr gut gelungen. Also, ich finde, wenn es einen solchen Planeten geben würde, müssten wir ihn dringend kolonisieren. Aber das wäre natürlich bitter, da könnten Vegetarier keine Pizza mehr essen, weil die Pizza ja aus die Tiere besteht ja aus Pizza. Ich weiß auch nicht, macht das Sinn? Jetzt speichern wir mal dieses Bild. Oh, nee, ich muss das als JPEG speichern. Warte mal, ich hoffe, das geht. Und jetzt können wir nämlich bei Runway, so heißt das Tool, dieses Bild hochladen. Und der macht daraus ein Video. Es ist unfassbar. Es ist noch nicht perfekt. Ne, klar, da kommt jetzt kein mega Hollywood-Video raus. Aber er macht daraus ein Video. Schauen wir mal, was er macht. Es dauert ein bisschen. In der Zeit lese ich noch ein bisschen, was er so schreibt. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal in meinen Videos verwendet. Ich hatte ein Video, wo es um die vier lebensfreundlichsten Planeten ging. Da habe ich für jeden Planeten mit dieser KI eine Alien-Spezies generiert. Das ist super cool, echt. Und äh, ich denke manchmal so, wo werden wir in fünf Jahren stehen? Kann ich in fünf Jahren mit einem Knopfdruck ein Astro-Tim-Video machen? Gibt es in fünf Jahren überhaupt noch YouTuber oder wird das alles von der KI gemacht? Ich weiß es nicht, Leute. Wir sehen uns ein Pizza-Alien-Tier an und Tim fragt sich, ob es Sinn macht. <laughs> Ja, Leute, also die, die großen Fragen des Lebens haben alle mit Pizza zu tun, wie wir sehen. Gibt es News von Space Ping? Äh, also ich bin tatsächlich bei Space Ping raus aus dem Projekt, weil ich das zeitlich wirklich nicht mehr geschafft habe. Ich weiß aber, dass mein ehemaliger Geschäftspartner es noch weitermacht. Also schreib am besten einfach mal dorthin. Ich, ich habe das Projekt verlassen, weil ich es nicht cool finde. Ich finde es weiterhin super cool, sondern weil ich es einfach neben meinem Kanal zeitlich nicht mehr geschafft habe. Aber es existiert noch, es wird noch weitergeführt und schreib einfach mal eine Mail hin. Dann kriegst du bestimmt sofort Infos. Erstmal großes Dankeschön an dich. Bin heute das erste Mal da und find's mega. Es freut mich sehr, lieber Alf. Dein Namen finde ich auch mega. So, dann schauen wir mal, was wir hier mit unserem Pizzatier rausbekommen haben. <laughs> was? Ach du. Okay, es ist ein bisschen exzentrisch. Ich kann ich das überhaupt sehen? Ich hoffe. Es ist ein bisschen exzentrisch. Es macht nicht so viel Sinn, aber ich weiß aber trotzdem, ich meine, er hat einfach aus diesem Bild jetzt dieses Video gemacht. Das könnte ja so eine Taktik sein. Vielleicht können die sich irgendwie zusammenziehen. Wie so eine Schildkröte. Und erst wenn die rauskommen, sieht man die Pizza. Ähm, ja. <laughs> und jetzt kann man hier immer noch weiter generieren. Der macht immer noch vier Minuten und ich kann dann immer noch vier Minuten dranhängen. Äh, hier extend four seconds. Und so kriegt man dann ein Bild raus. Klappt natürlich bei anderen Sachen besser, ne? Wenn wir zum Beispiel mal hier unser. Tja. Was mit deinem Discord-Kanal los? Den habe ich geschlossen. Das war irgendwie, weiß auch nicht. Weil ich hatte immer den, das Gefühl, ich müsste mich da öf öfter sehen lassen, aber das schaffe ich zeitlich nicht. Und Dann habe ich das immer gestresst und dann habe ich mir gedacht, eigentlich brauche ich da auch keinen Discord-Kanal. Ah, aber gut, dass du es ansprichst. Das wollte ich natürlich auch noch euch vorstellen. Es gibt jetzt bei WhatsApp so eine Funktion, dass man so WhatsApp-Kanäle machen kann, also öffentliche. Und das habe ich jetzt gemacht und dort schreibe ich jeden Tag eine Nachricht, wie ihr hier seht. Manchmal sind es Weltraum-Memes, manchmal sind es Hintergrundinfos. Manchmal sind es coole Faktenbilder. Es ist offenbar richtig galaktisch. Ich versuche da jeden Tag einen kleinen Mehrwert für euch zu schaffen. Und ja, kostet nichts. Völlig umsonst. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinem neuen WhatsApp-Kanal folgt. Schicke ich euch auch mal. Ihr könnt ihr ja einfach beitreten. Und kriegt dann jeden Tag eine Nachricht von mir. Äh, wie gesagt, manchmal einfach M Memes, aber es gibt zu jedem Video eine Hintergrundinfo. Versprochen. Also, das gibt hat einen echten Mehrwert. Und ist umsonst. Deswegen alle mal, alle mal in den WhatsApp-Kanal kommen. Genau. So, ich wollte jetzt aber noch was animieren, Leute. Das ist jetzt die letzte Amtshandlung heute. Wir äh, animieren jetzt noch eine Sache, die wir dann als Video haben wollen. Nämlich ein Raumschiff. Ein Raumschiff aus. Nicht Pizza. Wir brauchen mal was Neues. Ein Raumschiff aus Schleim. Aus grünem Schleim im Weltraum. Mal schauen, ich glaube, so ein Raumschiff sollte er, sollte er besser hinkriegen. Timon hast du zuletzt Holy getrunken. Ähm, ich habe eben äh, meine Post bekommen und da war der Holy Adventskalender drin. <laughs> Also, ich muss sagen, ich meine, natürlich nutzt nicht jeder YouTuber alle Produkte, die er bewirbt, andauernd selbst. Ich meine, da muss ich euch ja nichts vormachen. Ich glaube, das könnt ihr euch selber denken. Wobei ich immer versuche, Produkte zu bewerben, die ich an sich schon gut finde und, und nicht total doof. Aber Holy ist wirklich was, was ich sehr oft selber trinke, weil es einfach lecker ist und weil da kein Zucker drin ist. Und weil ich vorher immer so Monster Energy und so getrunken habe. Und deswegen kann ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich finde es cool. Ich freue mich über die Kooperation. Also, Holy, gutes Zeug. <laughs> okay, das ist wirklich ein schleimiges Raumschiff. Das auch, da tropft der Schleim schon runter. Nehmen wir das mal. So, und animieren das bei Runway. Das müsste doch eigentlich, eigentlich besser klappen. Man kann nämlich hier auch noch so Vorgaben machen. Schauen wir mal. Man kann ich jetzt so sagen, ein bisschen weniger Bewegung machen wir mal, damit es vielleicht nicht so ausartet. Oh, nee, nee, Moment, man kann nämlich hier auch noch eine, eine Beschreibung mitgeben. A slimy spaceship flying through space. So, damit sollte er doch jetzt eigentlich was Gutes hinkriegen. So, lass den Käseplaneten schmelzen. Oh, das hätten wir machen können. Das hätte er wahrscheinlich hinbekommen. Bin beigetreten bei WhatsApp. Cool, Daniel. Das freut mich riesig. Ich glaube, du wirst es nicht bereuen. Dein YouTube-Kanal ist nicht besonders figurfördernd. Du hast mich gerade zum Pizza bestellt, animiert. Ist <laughs> so da leid. Ja, es ist wirklich subversiv. Also, wenn man in so einem äh, Stream die ganze Zeit über Pizza spricht, ist eigentlich logisch, ne dass am Ende. Ich sollte mal eine, äh, ein Sponsoring mit irgendeinem Pizzahersteller machen. Das wäre genial, oder? Weil ich meine, das würde so gut passen. Vielleicht kann ich immer mit, mit Dominos Pizza oder so ein Sponsoring machen. Wo ich sagen muss, wenn ich Pizza esse, versuche ich immer zum guten Italiener um die Ecke zu gehen. Der hat einen Steinofen. Und ich versuche nicht bei diesen großen Ketten zu bestellen. Nicht, weil ich was gegen Ketten hätte. So bin ich nicht. Aber. Die Pizza ist einfach meistens nicht so gut. Die sind immer so super fettig und so und ähm, also Steinofenpizza vom Italiener eures Vertrauens, Leute. Das ist das Beste, was man, was man machen kann. So, siehst du, dass die Werbung wirkt, wenn du gesehen hast, dass an Holy gedacht wird? Ja, offensichtlich, krass. Okay, Leute, jetzt bin ich gespannt, ob das besser funktioniert hat. Was? Mal schauen, was unser Schleimraumschiff macht. Joa. Okay, wir haben die Bewegung sehr weit runtergestellt. Ne? Aber ich finde es nicht schlecht, muss ich sagen. Seht ihr diese Wolkenbewegung hier? Die finde ich schon ziemlich krass. Und das Raumschiff bewegt sich ein bisschen. Hier bewegt sich so ein bisschen der Schleim. Okay, komm, wir investieren nochmal 4 Sekunden. Wir, ver wir verlängern das nochmal um 4 Sekunden. Und äh, schauen mal. Wie muss ich das machen? Hier. Extend 4 Seconds? Ja. Ah, jetzt macht er, macht er nochmal vier Sekunden drauf. Schauen wir mal. Heute in der Astrophysik-Vorlesung. Reise mit dem Schleimraumschiff zum pizza den planeten Ja, <laughs> das ist die typische Astro-Tim-Experience. Schleim, Pizza, schlechte Witze. Ich finde deinen Kanal bei WhatsApp nicht. Ich kann dir nochmal den Link schicken, dann müsste es eigentlich gehen. Ansonsten, wenn das nicht klappt, kann es sein, dass du die neue WhatsApp-Version erstmal installieren musst, weil dieses Feature relativ neu ist. Also wenn es nicht klappt, einfach mal WhatsApp updaten. Dann müsste es eigentlich gehen. So. Ich muss gleich raus. Pizza wurden sie eben geliefert. Ja, da hatte guten Appetit. Viel Spaß mit der Pizza. Ich freue mich, dass ich dich äh, zur Pizza animieren konnte. Was sagst du zu meiner Verschwörungstheorie, die besagt, dass eine Pizza flach ist? Glaube ich nicht. Ich bin äh, Rundpitzler. Rundpitzler. Seit wann besteht der WhatsApp-Kanal? Seit zwei Wochen. Seit zwei Wochen besteht der und jetzt sind wir schon über 1000 Leute. Das freut mich riesig. Und ja, ihr seht zum Beispiel hier zum letzten, äh, nee, hier zum letzten Video hatte ich so ein paar Insider-Infos. Äh, ich versuche zu jedem neuen YouTube-Video einfach so ein paar Nebenfacts noch bei WhatsApp zu präsentieren. Jetzt tut das aber, oh, jetzt haben wir es. Jetzt, jetzt haben wir es. 8 Sekunden Schleimraumschiff. So, Leute, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Gibt es eigentlich bei Star Trek sowas Ähnliches und so eine Schleimspezies oder so? Mir kommt gerade nichts in den Sinn. Das hatten wir schon. Jetzt kommen die nächsten vier Sekunden. Ich meine, es ist natürlich eine relativ primitive Animation, in dem Sinne, es passiert nicht viel, aber dennoch. Ich meine, ihr müsst euch bewusst machen, das ist eine total neue Technologie. Die kann einfach aus dem Bild, was wir gerade generiert haben, durch eine KI, kann die andere KI ein kleines Video machen. Also, ich finde das wahnsinnig krass, muss ich sagen. Es gibt diesen Effekt, dass man das Leuten erzählt, die sich nicht mit KI auskennen oder denen das auch egal ist, die dann total unbegeistert sind. Die dann sagen, das ja, ist ja total doof. Das kann doch jeder. Die das überhaupt nicht verstehen, wie krass das ist. Ähm, also ich finde das, find das krass. Schreibt mir mal in den Chat, ob ihr das auch so beeindruckend findet wie ich. Oder ob ihr auch eher die Fraktion seid, die sagt, naja, so, so toll ist es jetzt auch nicht. So, Leute. Nachdem wir jetzt sehr viel über... Pizza und Schleim und äh, flache Erde gesprochen haben, würde ich sagen, für heute äh, haben wir, haben wir alles, alles besprochen, was man besprechen kann. Ähm, deswegen entlasse ich euch jetzt mal in den Abend zu, zu eurer Pizza oder was auch immer ihr jetzt esst. Nochmal ganz am Ende der Hinweis, mehr Kommentare und mehr lustige Widerlegungen gibt es in meinem neuen Buch. Das gibt es auch in jeder Buchhandlung. Ihr könnt es aber auch äh, direkt auf äh, meiner Website bestellen, nämlich hier und äh, LP lieber AFK, das ist ein Schleimraumschiff, was wir mit einer KI haben als Bild generieren lassen und nun mit einer anderen KI zum Video haben machen lassen. Das ist eine KI, die macht aus Bildern Videos und das ist das finde ich ziemlich beeindruckend. Genau, Leute. Also für heute haben wir es geschafft, würde ich sagen. Wir sehen uns spätestens im nächsten Stream, hoffentlich aber schon vorher bei meinem neuen Video. Das kommt morgen um 16 Uhr und es geht um die größte Simulation der Materie im Weltraum überhaupt. Also dunkle Energie, dunkle Materie wird ziemlich galaktisch, wird wahrscheinlich wieder zu einer kosmischen Identitätskrise führen. Ich hoffe, ich sehe euch da morgen 16 Uhr. Wenn ihr es nicht verpassen wollt und es noch nicht getan habt, jetzt auf jeden Fall noch den Kanal abonnieren. Und ansonsten, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.